Servus an die Zuschauer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Stardew Valley Part. Part Nummer 12 ist es mittlerweile. Oh my dear, es ist echt schon viel. Also es sind echt schon viele Parts. Letztes Mal haben wir ja Goldwerkzeuge noch gemacht. Wir haben jetzt schon eine Goldhacke, eine Goldaxt, eine Goldspitzhacke. Also es ist echt gut dabei. Jetzt wollen wir nur noch die Gießkanne so ein bisschen aufwerten und dann haben wir alles, was wir wollen, aus Gold. Das ist richtig cool. Und obwohl mir die Gießkanne, muss ich ehrlicherweise sagen, nicht ganz so wichtig ist, weil ich sie ja eigentlich nicht brauche, weil ich die Sprinkler nutze und die Gießkanne nicht wirklich nutze. Aber ja, wir machen es einfach, soweit wir kommen. Und ja, wir wollten letztes Mal auch die Farm dekorieren. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Wir spielen einfach mal weiter und sehen, was passiert. Auf jeden Fall könnt ihr ein Like da lassen, ein Abo da lassen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und auch jedes Kommentar unterstützt mich unter den Videos immer sehr. Also falls ihr Tipps habt, gerne in die Kommentare. Passt doch auf, dass ihr nicht spoilert. Aber sonst ist alles gut. Und ja, dann gehen wir jetzt rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Ah ja, wir haben den Matrosenhut und ein neues Hemd gefunden. Wir waren letztes Mal in der zweiten Mine. Okay, es ist geladen. Die zweite Mine. Ja. So, da ist nichts drinnen. Warum nicht? Dö, 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 dö. Hallo, Conny! So, wir haben noch Golderz. Genau, weil wir haben letztes Mal auch die Sprinkler gemacht. Ja, ich erinnere mich. Wir haben gesagt, es geht einfach nicht mit der Tierhaltung, dass wir da die ganze Kohle machen, die wir brauchen, also das ganze Geld machen. Und deswegen haben wir angefangen, hier für den Frühling ein Feld vorzubereiten mit den Sprinklern. Und dafür braucht man ja auch ganz viel von den Barren. Also braucht halt für jeden Sprinkler. Und ich habe noch nicht die Iridium-Sprinkler, sondern die hier braucht man Eisenbahn, Goldbahn und verfeinerten Quarz. So, aber dann haben wir schon wieder drei. Dann machen wir hier direkt weiter. Ich glaube, ich wollte da noch einen hinstellen. So, dann könnten wir halt hier noch welche hinstellen. So, einen würde ich jetzt noch für die Ästhetik hier hinmachen. Du warst gestern nur bis 19:30 da. Genau, wir waren da, wir waren hier. Da ist ja, also hier, wartet mal, nee, da oben. Da ist ja die Mine drinnen, wenn man da reingeht. Und dann gibt es hier so eine Brücke und da sind wir dann rüber. Da gibt es auch Erze und so. Und die zweite Mine. Aber da bin ich fast gestorben. Das war sehr... Ich habe zwar viel Käse mitgehabt, um meine Wunden zu heilen, weil, wie man weiß, die Wunden heilen, wenn man Käse isst. Warum ich das jetzt so witzig finde, weiß ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber in Stardew ist das so. Hä, wieso finde ich das so witzig? Hä? Was ist los mit mir? Manchmal bin ich komisch. Prähistorische Axt, die verkaufe ich. Käse halt Wunden. Ja! Warte mal. Oh, die hat Gunther noch nicht. Ups, jetzt hätte ich sie fast verkauft. Ich dachte, ich hätte die schon abgegeben. Die Wunden heilen, wenn man Käse isst. Dr. Dodo oder was? Hä? Vielleicht, weil... Ne? Wo sieht man das eigentlich mit den Herzen oder halt Lebensanzeige? Da unten rechts. Also da unten siehst du diesen E-Balken. Der wird dann weniger. Und rot. Vielleicht klebt der Käse ja die Wunden von innen. Naja, kann ja sein. Wenn es das Schmerzkäse ist. So. Genau, morgen ist Nachtmarkt. Voll, Leute. Ey, Nachtmarkt, auf den freue ich mich. Da müssen wir auf alle Fälle hingehen. Ab morgen dockt eine reisende Händlerflotte in Pelikan an. Sie kommen wegen des jährlichen Nachtmarkts. Der Markt beginnt um 17 Uhr, läuft die nächsten 3 Tage. Wenn du dabei sein willst, geh nach 17 Uhr zum Strand. Es gibt gratis Kaffee. Das ist cool, dass die einen mit gratis Kaffee anlocken. Dadurch, ja, ist man dann nicht mehr so müde. Wo sieht man... Ja. Oh, das ist dir nicht aufgefallen. Oh no, Cecilia. Pika, Hallöchen. Hallöchen. Das ist die neue Begrüßung. Hallöchen. Was ist heute los mit mir?
I don't know. Mein Hirn ist irgendwie Matsch. Matsch. Heute schon Kinderlieder gesungen. Mit Käse die Wunden geheilt. Wild. Heute ist wild. Das kann ja nur gut werden am Sonntag, Leute. So. Was hast du für einen krassen Stall? Ich hab Beil. Ja, Luxusstall halt. Also, pff. Das ist ein Luxusstall. Meine Tiere haben nur das Beste. Das war mir tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass ich das vor dem Winter schaffe, weil dann muss ich nicht mehr füttern. Ich habe ein Silo und der Silo füllt automatisch jedes Futter auf. Das heißt, ich brauche im Winter nicht füttern. Das wird automatisch gemacht. Und ja, ich habe auch diesen Stall auf Luxus. So ist das bei mir. Ich habe den Brutkasten schon verwendet, ja. Ich habe einen Chicken gemacht. Aber ich kann leider nur, ja, Enten könnte ich noch machen, aber ich will ja auch im Stall gerne noch einen zweiten Hasen haben und oh, es gibt nur drei kleine Tiere. Ey, Mona, danke dir für deine ganzen Geschenke auf TikTok. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So, Melkkübe. Hab die noch nicht, gar nicht freigeschaltet, die Luxussachen. Das musst du bei Robin einfach ausbauen. Die hast du immer freigeschaltet. Du musst es nur machen. Du musst zu ihr gehen, ihr die Ressourcen bringen, das Geld bringen und dann macht sie das. Es gibt noch die Dinos. Welche Dinos? Schau mal auf TikTok eigentlich hochkant. Ja. Ich habe dann anders Overlay einfach. Chili Vanilli Hallöchen, Error Duck Hallöchen, danke für dein Follow und auch an dich Zipfelmütz, danke für dein Follow und Sandra, danke für dein Follow, Hallöchen Leute. Das Brust habe ich aber schon eingelöst, oder? Ja. Nachtmarkt, da gab es doch ein niedliches Game, Minikus Night Market, ja. Das ist auch sehr, sehr süß, aber damals, als es rausgekommen ist, waren leider die Ladezeiten so unerträglich, dass ich das komplett aus den Augen verloren habe, leider. Leider, leider. So, die Eisenbarren sind ready. Ich mache jetzt noch mehr ein. Das heißt, ich hole mir noch Quarzbarren. So. Anileinerlöchen. So, einen von denen und Quarz. Dann habe ich noch einen Sprinkler, der mir noch fehlt. Wenn von Bäumen drei verschiedene Holzarten rauskommen und wenn man sie schüttelt, Räucherofen oder andere Sachen rauskommen, dann ist doch auch logisch, dass der Käse dich gesund macht. Probier schon, du verwechselst gerade zwei Games. Du verwechselst gerade Animal Crossing mit Stardew Valley. Außer in Animal Crossing wirst du dann geheilt durch Käse von den ganzen Bienenstichen. Wenn man als Artefakt einen Dinosaurier erfindet, kann man es ausbrüten und kriegt. Ach so, ja, stimmt. Hatte teils Ladezeiten von über 30 Sekunden pro Szene. Ja. Also ich habe das damals, wollte das ja Let's Playen eigentlich ursprünglich. Aber die Ladezeiten waren so krass, dass ich das Let's Play abbrechen musste. Ich hatte keine Nerven dafür. Ich musste das die ganze Zeit rauscutten. Also, damit ihr euch das überhaupt angucken könnt. Aber leider bin halt ich auch mega sauer geworden. Während der Aufnahme und das hat man auch gemerkt und das war dann leider schade. Psst. Yes, Jenny. Ja, es war ein bisschen ein Spoiler, das stimmt schon, aber Anonymous hat ja von seinem Gameplay erzählt. Aber das stimmt schon und ich habe dann nachgefragt.
Also kann man das jetzt nicht so, weil ich nachgefragt habe, kann man das jetzt nicht so böse sehen. Nee, Elisabeth, alles gut, alles gut, alles gut. Du brauchst dich nicht entschuldigen für gar nichts. Alles gut, kannst du es ja nicht wissen. Bitte nicht immer sorry sagen. Ist alles gut, Leute. Du hast ja recht. Nein, habe ich noch nicht gelöst. Nobi. Jetzt habe ich schon wieder so eine Hühnerstatue. Ey, was mache ich denn mit denen? Ich heb die mal da auf, bei den Sachen, wo ich nicht weiß, was ich mit denen machen soll. Das ist halt echt... Keine Ahnung. Hatte heute übrigens eine Hornisse in meinem Zimmer. Oh no. Hast du dir eh nicht das Knie verdreht, so wie Leonie? Und hallo, Dododonna. Mir geht's gut, wie geht's dir? Boah, Mad Rabbit, ich kenne das. Ich kenne das. Ich habe das auch so oft gemacht. Ey, wir gehen heute zu Lia. Dann holen wir uns mal hier Käse ab. Hier ist eh schon Ziegenkäse fertig. Dann geben wir Lia mal Ziegenkäse. Weil die liebt das ja. Und ich will jetzt echt mit der... Also für den Frühling, da gibt es ja wieder diesen Frühlingstanz. Ich glaube, zwei Herzen haben wir schon. Das heißt, wir werden nicht alleine tanzen. Ich glaube, zwei braucht man, um eine Partnerin zu haben. Ah, guck mal, da kommt sie schon. Und ich glaube, das kriegen wir easy hin, aber trotzdem so, dann haben wir das erledigt. Nimmst du den Tag frei? Nein, leider nicht. Ich bin Bauer. Ich habe nie Tage frei. Oh, das ist genau das, was ich wollte. Danke dir. Oh ja, sie liebt Ziegenkäse. Ah ja, stimmt. Und wir wollten uns ein Schwein kaufen. Für den Tanz braucht man vier Herzen. Was? Echt? Echt? Oha. Ich dachte, zwei reichen. Dann war ich falsch informiert. Aber danke dir. Dann geben wir uns noch mal Mühe hier. Danke dir, kerniges Vollkornbrot. Was für ein geiler Name auch. Kerniges Vollkornbrot. Bin eher um mein Leben gerannt. Meine Mom hat sich nach draußen verfrachtet. Ich kann einfach nicht mit Insekten und Spinnentiere umgehen. Ich verstehe es, Moonlight. Ja, ich mag auch nicht Spinnentiere und auch so fliegende Tiere. Also so Hornissen und Wespen, da, oh, oh, da kann ich auch nur laufen. Aber ich verstehe es sehr gerne. Ah, sehr gut. Nicht sehr gerne, aber sehr gut. Also bei mir kommt es nicht so weit mit Panikattacken, aber keine Ahnung, Spinnen, die Kleinen machen mir auch nichts, aber so bald so Richtung Hausspinne geht oder so eklige, die so, kennt ihr diese, die so vorne so richtige Fangzähne haben? Also es sieht so aus, als hätten die so Fangzähne, so. Oh, kriege ich schon wieder Gänsehaut. Pam scheint abgelenkt. Lass sie gerade besser allein, okay. Damit du wieder Kraft schöpfen kannst. Warum? Was? Hast du mir gerade was geschenkt? Nee, hast du nicht. Oh. Guten Abend, kann ich dir etwas bringen? Das Ding ist, hier in der Mietwohnung, es ist richtig cool, wir haben überall solche Insektennetze bei den Fenstern. Das heißt, ich sehe immer die Wespen draußen fliegen. Die würden auch voll reinkommen, weil die suchen natürlich gerade nach neuen Nestern und so. Aber durch diese Fliegennetze kann nichts rein und das ist so schön. Elliot, wir reden mal mit alle. Ich finde das sehr gut, dass hier mal alle kommen und ich mal mit denen quatschen kann. Und das bringt ja auch ein bisschen was. Mach bitte keine Unordnung im Haus oder meine Mutter flippt aus. Ich bin nie in deinem Haus, Sam. Wo soll ich da Unordnung machen? Boah, ist sehr gruselig. Krogot, Hallöchen. Hi, wie geht's dir? Und Basti, Hallöchen, wie geht's dir? Schönes Spiel. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das neu angefangen habe, weil immer lange Pause dazwischen gehabt und alles vergessen. Genauso ging es mir auch und das machen wir jetzt nicht. Also ich probiere wirklich jetzt gerade einen kompletten Run zu machen. Wir bleiben da jetzt dran und guck mal die Reaktion. Sie redet mit mir? Ich war heute nicht sehr produktiv. Hör, sie redet mit mir. Sie kichert gar nicht. Ich glaube, sie haben sich jetzt an die Hosensituation gewohnt.
Im Sommer knallen die Hornissen immer gegen mein Fenster. Ah, oh, das ist wirklich gruselig. Und Alina, Hallöchen. Klingel, da muss ich mir auch unbedingt holen. Unbedingt. Basti, danke für deine Stream-Serie. Hey Alex, mit dir habe ich noch nicht gesprochen, oder? Nee, heute findet das Gitterballspiel statt. Wirklich? Dann guck. Ist dir nicht kalt? Sie machen die Pullover nicht so wie früher. Das stimmt, George, das stimmt. Du solltest etwas heiße Suppe machen, um dich zu wärmen. Mir ist nicht kalt. Ich habe mein Matrosenmützchen auf. Ich habe die Unterhose des Bürgermeisters an. Mir geht's gut. Ich glaube, ich werde die Unterhose echt bis zum Schluss anhaben. Ich werde die noch bei meiner Hochzeit tragen. Oh Mann, das ist so mies, ne? Mit dir habe ich heute nicht gerechnet. Warum nicht? Ich bin jetzt immer Freitag live. Also ab heute ist der Freitag fix im Streamingplan. Oh, ich war nicht bei Gunther. Oh, was machen wir denn wieder mit Gunthers Sachen? Die packen wir hier rein. Gunther muss warten. Gunther muss warten. Niki, Hallöchen. Also ab jetzt, ab die Woche, bin ich Freitag auch 17 Uhr da. Also Dienstag, Donnerstag und Freitag immer 17 Uhr und Sonntag 9 Uhr. Und Viviella, danke dir für deinen Follow. Herzlich willkommen im Dodo Club und in der Dodo Crew. Ich hatte nur Dienstag, Donnerstag und Sonntag auf dem Stream. Ja, das ist seit dieser Woche. Also das ist ja auch völlig klar, dass sich das jetzt erstmal, dass wir uns daran mal gewöhnen müssen, muss ich ja auch. Aber es ist erst seit dieser Woche. Also erst seit heute. Offiziell. Und heute war ja auch erst ab 18 Uhr, weil ich einen privaten Termin noch hatte, den ich nicht verschieben konnte. Aber ihr wisst Bescheid. So, Mais muss ich einmachen. Mais, Mais, Mais. Viviella, Hallöchen. Hi, wie geht's dir? So, rein damit mit dem Mais. Ich glaube, Einmachsachen, also wenn ich jetzt wieder ab Frühling mehr pflanze und so, wäre cool, wenn ich eben, ja, also einen Schuppen baue, denke ich mal, und da richtig, richtig alles vollklatsche mit diesen Einmachsachen. Und dann werden wir auch das Haus mal vergrößern. Ich brauche ja auch die Kochskills. Ich gehe mal kurz Bäume fällen. Ich brauche nämlich, um das Haus abzugraden, mehr Holz. Gut soweit, das ist schön. Mir geht's auch, mir geht's sehr gut. Mir geht's blendend. Ich habe wirklich gerade einen guten Tag. Jasmin, also Jasmin, das ist genau der Sound. Also das ist genau der Begrüßungssound von Animal Crossing. Das ist genau dieser Sound. Hast du richtig gut erkannt, muss ich an der Stelle sagen. Mir ist es als Kind mal passiert, dass ich im Sommer mit dem linken Fuß auf eine Wespe getreten bin. Und auf dem Weg zum Köpek bin ich mit dem rechten Fuß gleich auf die nächste getreten. Oh no! Aui! Oh! Aui, aui. Ich gehe, also eigentlich bin ich immer sehr, sehr gerne barfuß in der Wiese gegangen. Aber auch genau wegen solchen Situationen, Angst davor, auf Bienen zu treten oder auf Wespen zu treten, das ist halt immer so, da gucke ich immer so genau, und dann brauche ich immer so lange, bis ich dann endlich mal vorankomme. Auch genau vor der Angst. Vor allem Bienen. Ich habe echt Angst, auf Bienen zu treten, weil ich will Bienen einfach nichts tun. Bienen sind einfach so tolle Lebewesen. Und gerade Bienen, wenn die einmal stechen, weil sie halt Angst haben oder so und man da unabsichtlich drauf tretet oder so, dann sind die halt auch tot. Wespen nicht. Wespen sterben nicht. Aber Bienen sind halt mega nützlich. Und gerade davor habe ich Angst, da drauf zu treten. Bei Wespen ist es halt so, ich find Wespen einfach sehr arschig. Ich glaube, ich habe euch die Story ja schon mal erzählt, dass ich früher eigentlich gar keine Angst davor hatte und dann kam so eine Wespe, hat sich auf meinen Arm gesetzt. Ich habe die beobachtet und war ganz ruhig und hatte meine Hand auch so auf dem Tisch liegen und habe die beobachtet, wie sie einfach aus dem heiteren Himmel entschlossen hat, mich jetzt zu stechen.
Und seitdem habe ich eben auch sehr viel Angst vor denen. Boah. Immer spitzwegerig auflegen, sagt meine Mom immer dann. Wenn ich eine Wespe sticht, spitzwegerig. Letztes Jahr hat auch einer aus meiner Familie geheiratet und hat mich auch vor der Kirche eine Wespe gestochen. Und da sind wir dann gleich in die Kirche rein und dann hat mir meine Mom auch noch spitzwegerig geholt. Das ist auch fast gar nicht angeschwollen dann. Anscheinend hilft es wirklich. I don't know. Ich habe einfach das gemacht, was meine Mom gesagt hat. Ich habe mich nicht groß gewehrt. Hummeln und Bienen geht noch. Wespen sind immer so halb-halb. Wespen kann man nicht einschätzen. Ob die einen guten Tag haben oder einen schlechten Tag, das kann man immer schwer sagen. Wo ich sagen muss, ist jemand von euch schon mal von einer Hornisse gestochen worden? Ist es schlimmer, als von einer Wespe gestochen zu werden? Ich bin noch nie von einer Hornisse gestochen worden. Nur von Wespen und Bienen. Kann das jemand sagen, ob das schlimmer ist? Also man sagt ja so, es ist nicht schlimmer, aber ich denke mir immer, der Stachel ist ja größer, oder? So rein proportionalmäßig müsste der Stachel ja größer sein. My Twitch, was macht's denn schon wieder? Kerniges Vollkornbrot, danke dir für deinen Follow und herzlich willkommen. Freut mich, dass es dir gefällt hier, dass du ein Follow da lässt. Was muss man dem eigentlich noch geben? War das Rosine, oder? Irgendwas in die Richtung. Rosine oder Honig? Muss ich mal ausprobieren, wenn ich was habe. So, hier sollte ich mal... Oh, da ist ja noch einer! Oh, Frechheit! Hier muss ich mal angeln. Können Hornissenstiche nicht sogar tödlich sein? Alle Stiche können tödlich sein, je nachdem, ob du allergisch bist, denke ich, oder? Und wo der Stich hingeht. Ich glaube, du brauchst nicht allergisch sein, wenn der Stich in den Hals geht und dein Hals anschwillt. Auch wenn es so ein bisschen ist, ist es sehr schlecht. Bienen tun am meisten weh. Echt? Kann ich mich gar nicht mehr so erinnern. Meine letzten Stiche waren immer von Wespen. Heute kann ich lange bleiben. Das klingt gut, Elisabeth. Für mich war es schlimmer, okay. Das ist echt krass. An guten Tagen habe ich ein paar nützliche Sachen in den Mülleimern gefunden. Manchmal, oh, das ist von Linus, glaube ich, oder? Manchmal findet man hinter der Kneipe auch das Gericht des Tages frisch sogar. Für den Nachtisch sehe ich bei Familie Mullner im Mülleimer nach. Schätze, gibt es beim Schmied und im Museum. Ey, schmeißt Clint meine Sachen weg, die ich ihm gebe? Ich gebe ihm doch gar nichts. Der gibt mir das ja einfach immer zurück. Bei Hunden sehr gefährlich, die schnappen auf. Ja, voll, dass die das verschlucken oder irgendwie in den Hals oder in den Zungenbereich oder so geht. Ja, das ist sicher sehr gefährlich. Das stelle ich mir sehr problematisch vor. Wenn die Hunde so verspielt sind, vielleicht teilweise auch danach schnappen und vielleicht auch noch einen Glückstreffer landen und dann... Aber ja, ab heute ist Nachtmarkt. Das ist cool, da gehen wir hin. Okay, aber wir werden, glaube ich, vorher noch zu Robin gehen. Ich glaube, ich nehme jetzt noch Steine mit, aber ich meine für die erste Hausverbesserung nur Holz. Und 10k? Wir gucken nach. Viviella, übrigens danke für deine Lurk-Unterstützung. So gesehen nicht, man bräuchte ungefähr 200 bis 400 Hornissenstiche, um an einem Hornissenstich zu sterben. Hornissen haben ein nicht mal halb so starkes Gift wie Wespen und Bienen. Ach echt, das ist echt weh. Okay, dann brennt das tatsächlich weniger wahrscheinlich. Wenn das so weniger schlimm ist. Also ich weiß von... Ich würde mir gerne die örtlichen Betriebe anschauen. Okay. Ich weiß von meiner Oma, die ist schon... Also da ist mal ein Unfall passiert. Die sind mit dem Motormäher über ein Erdwespennest gefahren. Und meine Oma, also mein Opa ist da gefahren und meine Oma ist da hinten lang gegangen und deswegen hat es auch voll meine Oma erwischt. Mein kleiner Cousin war auch dabei. Der war da auch erst ein paar Jahre alt. Und
Ich glaube, meine Oma hat sich dann so schützend über ihn geworfen und ich glaube, meine Oma ist sicher 200 Mal gestochen worden. Da war auch dann der Arzt da und die hat ausgesehen, Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Und ich glaube, mein Cousin hat nur so 40 Stiche oder so abbekommen. Ihm geht es beiden gut, Leute. Es ist nichts Schlimmes passiert, zum Glück. Vor allem meine Oma, ich war da so verblüfft, dass die hat das einfach weggesteckt. Also, meine Oma ist die krasseste Frau, die ich kenne, wirklich. Es ist so. Und da war alles gut. Ich glaube, die haben nicht mal Medizin gebraucht. Beide nicht, mein kleiner Cousin auch nicht. Weil es ist einfach nur Ruhe und so. Genau, wenn man nicht allergisch drauf reagiert. Und das kann ja immer passieren, ne? Auch wenn ihr bis jetzt nicht allergisch wart, ihr könnt trotzdem auf den nächsten Wespenstich theoretisch allergisch reagieren. Also passt auf euch auf! Würdest du Hühnerstall vergrößern oder normalen Stall? Je nachdem, was du möchtest. Du kriegst beim Hühnerstall dann Enten und beim Kuhstall kriegst du dann Ziegen. Mach, wie du möchtest. Warum sind so viele Dodo-Sticker bei mir gesperrt? Es gibt nur ein paar für Follows, die anderen sind für Abonnenten. So, Haus verbessern. Genau, 450. Ja, machen wir. Haus verbessern! Oh, cool, wir kriegen ein größeres Haus, Leute. Genau, ein Lurk ist, wenn man einfach im Hintergrund was anderes macht, den Stream einfach laufen lässt oder einfach den Streamer, die Streamerin unterstützen möchte und auch wenn man gerade nicht Zeit hat, auf irgendeinem Gerät einfach den Stream anmacht, auch wenn man da nicht zuguckt. Das ist Lurk. Oder wenn man einfach nebenbei was anderes macht und nicht aktiv im Chat dabei ist, das ist auch ein Lurk. Also, ja, rostiges Zahnrad. So. Ich glaube, ich habe da hinten noch ein paar von den Erzen nicht weggemacht. Das sollte ich auch mal tun. Und dann können wir ja mit der Minenlore nach Hause fahren. Dann kann ich Enten-Mayo machen, genau. Genau, Enten-Mayo. Oh, das ist die richtige. Auch einfach ein paar Bomben machen. Aber dafür sind mir gerade die Erze zu schade. Ich habe ja im Winter eh Zeit. Ich muss warten, bis der Nachtmarkt losgeht. Spreng Full Dodo. Ja. Ich habe mich auch früher Dodo Play nennt. Also als ich die Umbenennung hatte von Pure Dodo zu Playful Dodo, habe ich auch mal überlegt, Dodo Play zu machen. Dodo Play gibt es aber gar nicht mehr. Es ist gar nicht mehr so frei, diese Dodo Play. Aber ich finde Playful Dodo, ehrlich gesagt, dieses verspielt, Playful, einfach süß. Bin auch immer sehr zufrieden mit der Namenswahl. Und Dodos sowieso. War ja klar, dass das im Namen bleibt. Was wüsste ich denn? Hatte gerade Werbung und habe es nicht mitbekommen. Nee, ich sehe es nicht immer, wann ihr Werbung bekommt. Manchmal wird mir das angekündigt. Dann hat es aber auch nicht jeder. Ich bin da sehr verwirrt. Was? Twitch ändert das auch immer wieder, wie was mit Werbung passiert. Ich bin da sehr verwirrt. Ich kann auch sehr wenig steuern, was das angeht. Ich habe nur auswählen können, dass ich nicht möchte, dass man frisch in den Stream kommt und direkt Werbung reingezwiebelt bekommt. Das habe ich irgendwie ausgeschalten bekommen, aber auch nicht wirklich. Also es ist irgendwie komisch. Fischi, Hallöchen! Dein Name in Play-Doh. Playful Dodo passt total 100.000% zu dir. Das sind viele Prozent. Swamp a Dodo wäre auch ein geiler.
Swamp Dodo. Ja? Es ist zu lang. Wir suchen nämlich einen Namen. Am Sonntag geht es nämlich los mit der neuen Insel. Gunther? Okay, sehr viel für Gunther hier mit dabei. Für unseren guten Gunther. Und ein Oh, ich finde den Regenmantel süß. Oh, das passt ja voll zu Lila. Das ist eine Komplementärfarbe. Ja, das gefällt mir. Ich gehe nicht schlafen, keine Sorge. Ich packe nur kurz das Hemd hier weg. So, weil wir gehen heute noch aus. Wir gehen heute noch aus mit unserem wunderschönen Outfit. Wir brauchen aber noch eine Angel. Wo ist meine gute Angel? Wo ist meine gute Angel? Da. So. Geh noch aus. Muss ich Sonntag wohl früh aufstehen? Naja, ab 9 bin ich da. Lilli, Hallöchen. Ab 9 Uhr geht's los mit dem 12-Stunden-Stream. Also, schreibt euch das im Kalender. Sonntag ist erst 12 Stunden live. Wir werden die neue Insel starten, also in Animal Crossing. Wir werden vollkommen von vorne beginnen. Also, wenn ihr gerne wieder den Anfang sehen würdet, das werdet ihr da sehen. Definitiv. Ich freue mich schon drauf. Ich meine, ich habe ja gerade für meine 24-Stunden-Challenge schon einen Anfang gespielt. Das heißt, es ist alles für mich nochmal doppelt. Aber das ist nicht schlimm. Ich freue mich trotzdem. Der Anfang ist immer gut. Lumina in Animal Crossing, das ist eine leuchtende Waldinsel. Das ist schön. Sehr schöner Name. Wie kann man eigentlich mit so einem Lichtring schlafen? Frag mich nicht. Warum kriege ich es angezeigt, wer gerade was auf Steam... Warum, was meine Freunde auf Steam spielen? Eieiei. Das Inselthema steht fest. Es wird eine Sumpfinsel. Oh nee, die Handwerker. Aber nicht am Sonntag. Lilly, nicht am Sonntag. Da dürfen die doch gar nicht. So, wir sind hier am Nachtmarkt. Wir reden mal mit allen, die so hier sind. Und was ist mit ihm? Ah ja, der hat diese Sachen. Hat der Boden für mich? Oh, die Pflanzen, Leute. Das ist so gemein, ey. Ich muss mir da ein, zwei mitnehmen. Okay, ich habe drei. Drei ist genug. Wir belassen es bei drei. Der hat Kaffee für mich, glaube ich. Oder sie hat Kaffee für mich. Ja. Ich habe hier keine Energie. Ich glaube nicht. Die spielen Phasmo ohne mich. Die spielen einfach Phasmo ohne mich. Das ist alles so mysteriös. Könnt ihr das lesen? Die spielen einfach Phasmo. Kaffee, wo muss ich hin? Ab zum Nachtmarkt. Ich bin mit meiner noch immer nicht fertig. Stardew Valley-Sucht ist zu stark. Ich fühle es. Also ich spiele auch gerade Stardew Valley und Animal Crossing. Ich habe gerade Coral Island auch vollkommen aus den Augen wieder verloren. Das ist eigentlich schade, aber... Ah, man kann nicht immer alles gleichzeitig spielen. So, ich kann dich für 250 nach Hause schicken. Nein! Riechst du das? Die Luft ist voller Gewürze. Schön, I guess. Ein originaler Lupini. Nicht schlecht. Berühmter Maler Lupini. Ich verkaufe dieses Gemälde für 1200. Was hältst du davon? Ich finde das jetzt nicht so cool. Ich stehe so nicht auf Rot. Also, ne? Ich habe morgen einen Arzttermin. Vielleicht beruhigt die Meerjungfrau-Show meine Nerven. Aber was, wenn sie meinen... Ich starre sie an. Schluck. Der Winter ist manchmal sehr trostlos, aber Veranstaltungen wie diese machen ihn erträglich. Ja. Okay, was hat sie? Super Seegurke. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Pizza. Ein. Sie hat auch wieder nur Sachen, die ich nicht brauche. Okay. Das Schweinchen mit dem Ring, es ist so niedlich. Wir gehen zur Meerjungfrau-Show. Ich will auch die Show sehen. Oh, wartet mal, hab ich? Warte mal, liebe Frau. Ist das nicht hier? Nee. War das nicht da?
Bitte keine Zuschauerzahlen in den Chat schreiben. Bitte nicht. Mag ich nicht. Ich habe die immer aus. Sassy, du musst zu der Meerjungfrau gehen. Ja, ich liebe da. Aber ich weiß die Folge nicht mehr, was ich drücken muss. Terrorbrezel-Hallöchen. Meine Intention war richtig, aber ich habe sie noch nicht gefunden, ne? Ich kann mich nicht bewegen. Selbst wenn ich wollte, ich kann mich gerade nicht bewegen. Die Meerjungfrau hat mich bezirzt. Das ist keine Meerjungfrau, das ist eine Sirene. Okay, Lars, gut, dass du es reinschreibst. Dann kann ich es nämlich schon machen. Und Hallöchen. Ich kann nicht singen. Das schreit nach Bann. Bann für Lars. Nee, ich hätte gerade sowieso danach gefragt. Muss ich ehrlich sein. Ostretschen? Ich hätte gedacht, du willst Lars bannen, Mona. Jonas, ich wünsche dir einen schönen Abend. So, eins. Oh. Eins. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Oh, zwei, drei. Mist, ich hab's falsch. Eins. Fünf. Vier. Zwei. Drei. Eine Perle! Du bist meine Perle. Ich hab eine Perle. Frechheit! Wie geht's gut, Terra Brezel? Wie geht's dir? Und wie geht's Lars? Und wie geht's den anderen? Wie sie winkt, voll süß. So, zählt sich das noch aus? Jetzt noch? Nee, das machen wir morgen. Wir gehen morgen angeln. Ach, die haben auch gar nicht mehr offen. Wir gehen morgen angeln. Wir müssen jetzt erstmal unsere Pflanzen nach Hause bringen. Aber das trifft sich eigentlich ganz gut. Linus übrigens richtig süß auch mit den Blättern. Das trifft sich gut, weil unser Haus wird ja gerade ausgebaut. Und dann haben wir eben ein größeres Haus und coole neue Pflanzen. Das ist perfekt. Das war noch nicht die ganze Show. Das war doch noch nicht die ganze Show. Ja, wird die noch mehr, wenn man öfter hingeht? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, man muss zweimal hin, oder? War da nicht was? Ich weiß gar nicht. Daniel ist nicht da. Daniel spielt Phasmo. Daniel ist nicht anwesend. Leute, ihr könnt Mist bauen. Tut es nicht. Ich bin noch da, ne? Also, das war jetzt kein Anlass dafür, irgendwas hier anzustellen. So. Mal hier Pflanzen reingestellt. So ist gut. Das ist schön, Lars. Mir geht's auch gut. Mir geht's sehr gut. Einmal zu viel gesagt, Chat. Einmal zu viel den Namen gesagt. Oh no. Okay, sie baut schon aus. Das Ding ist, werden die jetzt affected hier? Ich weiß gar nicht. Was tue ich denn mit der Perle? Es ist jetzt mal ehrlich. Ein seltener Schatz aus dem Meer. Ja, und? Was bringt denn mir der? Hey, Nacho, streicheln. Streicheleinheit, Heidi. Ohne Entenfeder. Ja. Ja, freilich. Ist die schön. Mei. Da ein Ei da rein, eins da rein,
Nein, du isst das Ei nicht. So, hier auch ein Ei rein. Da auch ein Ei rein. Manchmal legen die Eier, legen die zwei Eier. Bin mir sicher. Das gibt's doch nicht. Kann ich jetzt schon wieder zu viele Eier haben? Trink was, Sassy. Ich will gerade nicht. Wie viel Herzen hast du mit deinem Hund? Ich hab den voll und hab ihm als Geschenk einfach... Oh, keine Ahnung, Battleborn. Ich streiche den halt einfach ab und zu. Was kann ich nochmal mit der Entenfeder machen? Kann ich die auch da reinpacken? Nee, oder? Nee, was kann ich denn mit der machen? Schau dir die Farben an. Kann ich das einfärben? Vielleicht gehen wir mal zu Haley und nähen da was. Oder? Was ist mit dem Zahnrad auch für Gunther? Es sind schon wieder so viele Gunther-Sachen hier. Ich glaube, wir gehen was aus der Entenfeder machen. Da hätte ich Lust drauf. Ich habe das auch noch nie erlebt, dass ich was geschenkt bekomme von meinem Hund. Hör ich auch zum ersten Mal. Hallo! So, ihr freut euch auch schon auf Frühling, oder? Ist doch so. Me too, ihr Lieben. Aber wir haben es geschafft. Die Hälfte ist schon rum. Hälfte ist schon rum. Sogar mehr als die Hälfte ist schon rum. Die armen Tiere. Die wollen doch auch keinen Schnee. Mir ist aufgefallen, wie krass warm es eigentlich bei uns in Real Life ist. Und wenn ich so einen Rückblick angucke, was so die letzten Jahre war, da haben wir teilweise noch Schnee gehabt um die Zeit. Und jetzt ist es einfach schon ein paar Tage, 25 Grad draußen, das ist eigentlich fast schon Sommer. Es fühlt sich fast schon wie Sommer an. Das ist richtig krass. Oh, guck mal, Erntezeit. Wir haben Erntezeit, 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 yeah. Richtig abgesahnt hier. So, dann machen wir aus einem von dem. Vielleicht aus der Kristallfrucht hier einen Saft. Safti. Elisabeth, bitte nicht fragen. Ich mache immer, solange ich Bock habe. Ich glaube, das habe ich dir schon mal gesagt. Ich fange an, wann ich Bock habe. Ich mache so lange, wie ich Bock habe. Punkt aus. Ja, ich sammle schon den Kaffee. Bringt auch nicht so viel. Es ist halt die Geschwindigkeit, ja, aber Energie und das bringt es wirklich nichts. Nix. Nada. Niente. F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. Der neue Song Erntezeit. Wie ging der nochmal? Ich hab schon wieder vergessen. Ich bin schon wieder bei SpongeBob angekommen. Elisabeth, du brauchst dich nicht entschuldigen. Alles gut, ich sag's dir ja nur. Du musst es ja lernen. Also, du musst es nicht lernen. Aber du kannst. Wenn du hier bleiben möchtest. N steht für nukleares Waffenarsenal. Ich wollte jetzt nicht die schlechte Seite singen, aber F steht für Feuer. Das, warte mal. Irgendwas mit lodert. Oh no, ich habe den Text vergessen. Oh. So, sie kriegt wieder Käse.
Ist ja ziemlich kalt in der Hütte. Du hast doch ein Feuer. Wie steht's denn um sie? 3 Herzen haben wir. Okay, das schaffen wir mit den 4 Herzen. Das schaffen wir bis zum Frühlingstanz. Easy. Easy cheesy. Das lodert und wütet. Ja. Es wütet und lodert oder lodert und wütet? I don't know. Was wollte ich denn jetzt tun? Ah ja, ich wollte hier hingehen. Hier hin. Und dann nähen wir uns was Schönes. Hier. Wir nähen irgendwas aus Entenfeder. Okay, ein T-Shirt. Ein grünes T-Shirt, auch cool. Machen wir. Oh. Ich muss ja hier drauf drücken. Was krieg ich? Was krieg ich? Oh. Limettengrün gestreiftes T-Shirt. Das ist schön. Guckt mal. Findet ihr das Gelbe oder das Grüne schöner? Brauche noch eine passende Mütze. Vielleicht eine lila Mütze wäre cool. U steht für Ukulele. Ja, U steht für Ukulele. Oder uns, dich und mich. Es gibt ja 2 Strophen. Grün. Und jetzt Tadeus! Ah, es ist so toll. Warte, das ist jetzt das Lagerfeuerlied. L-A-G-E-R-F-E-U-I-R, Lagerfeuerlied. Und das Lied geht noch viel schneller, dann hast du dann wieder zum Hit. Darum singt es auch ganz einfach mit. Dum, dum, dum. L-A-G-E-R-F-E-U-I-R, Lagerfeuerlied. Oh! Das Bild ist schon schöner, aber auch ein bisschen gruselig. Ja, die Blue, Hallöchen! Auf YouTube gefunden, als du dein 10-Stunden Animal Crossing-Projekt gemacht hast und du kommst ganz nett rüber. Deshalb bin ich nun hier. Hallo! Hallo, schön, dass du da bist. Und eventuell kommt da auch bald die nächste Challenge. Aber nicht ganz so lange. Ich habe nämlich gerade eine 24-Stunden-Challenge aufgenommen. Nicht schlecht. Und jetzt Tadeus. Nicht schlecht. Ich lieb's. Ah, SpongeBob, es war einfach eine gute Zeit. Und darum, singt das auch einfach mit. Ah, ich wollte eigentlich hier unten gehen. Ich wollte zu dem Geheimteich. Oh, Vincent, hallo. Schnüff, Mama lässt mich heute nichts Süßes mehr essen. Oh, schon wieder, der Arme. Zufall, dass ich genau die geheime Notiz zur Meerjungfrau-Show bekommen habe, welche du gerade gemacht hast? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Probier, Schnutte, du hast vielleicht einfach nur dich SpongeBob geguckt. Welcome to Jurassic Park. Das kann auch sein. Und das kann man auch nicht verübeln, denn manchmal kommt das eben vor, dass man gewisse Sender nicht guckt. Ich habe irgendwie alle Sender geguckt. Ich habe Kika, Nickelodeon und Super RTL geguckt. Keine Ahnung, wie das zustande kam. So, jetzt angeln wir mal ein bisschen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ich bin absolut eine Animal Crossing-Sucht. Uns geht's auch so. Und in Stardew Valley. Oh! Oh! Ah! Och, was ist denn das für ein doofer Fisch? Der ist zwar nicht nervös, aber trotzdem ungut. Ein Waldspringer. Ich hasse SpongeBob. Oh no. Unbedingt aufbewahren, die sind rar. Wer ist rar? Ich habe einen Wandpflanzenkorb gefunden. Guck mal da oben. Ein Wandpflanzenkorb. Was, wie schön. Der Teich kennt mich. Was muss ich nochmal gut aufheben? Oh, noch ein Wandpflanzenkorb. Ich lieb's. Achso, ein Dino-Ei gut aufheben, ja. Ich
Ich dachte, ich habe was gefunden, was ich aufheben muss. Dankeschön. Ja, ich hatte tatsächlich vor 2 Tagen Geburtstag. Vielen, vielen Dank. Das ist schon richtig. Nur wenn du es sagen magst, was will ich sagen? Lilly, stell die Frage gerne nochmal. Ich habe sie leider nicht gelesen, der Chat ist schon zu weit weg. Hab gerade aus Versehen einen Teil meiner Farm mit einer Kirschbombe gesprengt. Habe ich. Achso, es war eine Frage. Das tut mir sehr leid für dich, Moonlight. Vermutlich habe ich es nicht mitbekommen, du hast im Game schon geheiratet oder wen im Auge. Ja, Lia. Also ich habe Lia im Auge. Ach, guck, da ist Lia. Nee, Spaß. Also ich werde Lia heiraten. Lina. Heute ist schwer mit reden. Ich werde Lia heiraten. Die kriegt immer Ziegenkäse von mir. Sie mag das. Aber nein, ich habe noch nicht geheiratet, aber ich werde. Und zwar Lia. Ich weiß nicht, was dir ein Dino-Ei bringt, Mopshund, aber lassen wir das mal, weil ich bin im Game noch nicht so weit. Also lassen wir mal das mit dem Dino-Ei-Gerede. Guck einfach im Internet nach. Also ich weiß nicht, wie oft wir das jetzt hier noch besprechen mit dem Dino-Ei. Das war heute schon 3 Mal im Chat. Ich brauche das nicht. Dem Mais, der dran glauben musste auch. Oh no, der arme Mais. Dann wird's peinlich. Hatte den nämlich auf Instagram geschrieben, bevor ich hier war. Ist doch nicht peinlich? Hä, wieso? Was? Lia ist toll, ja. Lia ist eine Süße. Okay. Gucken wir uns nochmal die Show an. Ah, die machen jetzt keine Show mehr? Hm. Gibt's bestimmt was zur Razzi-Form gegen Lia im Auge. Ah, Lukas auch schon im Winter, yes. Alles gut, Elisabeth. Ich habe jetzt nochmal neu mit Hogwarts Legacy angefangen. Welches Haus, Kischli? Hallo, Malaikat. Okay, jetzt geht's los. Ihr müsst da echt öfter hingehen. Dann kriegt die richtige Show. Ach so. Ah, nee. Nee, ich hatte wirklich Geburtstag. Hast du schon richtig erkannt. Hätte ja auch sein können, dass ich es fake eingegeben habe. Hast du recht. Minarealchen. Ja, diese Show ist echt ein bisschen wild. Niki, Hallöchen. Ciao. Ja, wie auf so einem Trip. Genau. Ich probiere es jetzt nochmal. Oh. 1, 5, 4, 2, 3. Krieg nichts mehr. Krieg nichts mehr, Leute. Das ist traurig. Will ich das Bild haben? Schneckengericht. Goldmakrele brauche ich, glaube ich, auch nicht. Kugelfisch brauche ich. Ziegelboden, aber das ist nur einer. Krieg ich dann dieses Rezept dafür? Ich glaube nicht. Ich brauche doch einen Kugelfisch! Yes. Hat nicht letztens jemand gesagt, da braucht jemand einen Kugelfisch? Oh, wer war das nochmal? Ich wollte nicht über sie drüber angeln. I'm sorry. Sollen wir das Bild kaufen? Also ich finde es ja farblich okay. Aber ich weiß nicht, wer das sein soll. Bin nicht überzeugt. Ich gehe mal angeln.
15423. 15423 ist die richtige. Also nicht 14523, sondern 15423. Ah, warum angle ich alle an? Ich angle sie mir alle. Ich hätte früher kommen sollen, das ist ein bisschen dumm gewesen jetzt. Aber mei. Stell mich gleich mal hier hin, dann bin ich bereit. Engelchen, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Bis bald. Ciao. Ah. So, Fischis, beißt. Beißt schnell. Beißt schnell und gut. Okay, Concentration. Ah! Sorry, dass ich immer so schreie. Ja, ein Tintenfisch. Ich hab mich voll dientet. Ich hab mich voll dientet. Oh nein, ich hab mich voll dientet. Oh my goodness. Oh my, oh, oh. Nee. More concentration. Okay, okay. Nein, na, oh komm. Ach komm schon. Was soll denn das? Ich hätte... Was ist denn das für ein A? Wie kann ein Fisch so ein Asshole sein? Sorry. Ich glaube, ich spinne. Ich glaube, ich spinne. Klar war es ein Blobfisch. Was sonst? Was soll es sonst sein, außer ein Floppy? Und der Gruselfisch. Es wird spät, okay. Ich sollte jetzt echt nach Hause. Oh, oh, ja, ja, ja. Arrivederci. Oh, nicht immer anangeln. Hör mal auf, die zu angeln und zu melken. Bei den Füßen hat man alle Sardellen in der Büchse. Ich habe niemanden gemolken, Lukas. Nein, nein, da hast du was falsch verstanden. Ich habe die Luft gemolken. Ich könnte mich jetzt nach Hause schicken lassen. Aber ich glaube, ich schaff's, oder? Das passt perfekt. Der Emote passt sehr gut. Hallo, Willi. Ich schaff das doch, oder? Ja, oder? Ja, oder? Wird schon ein bisschen knapp. Ja, doch, oder? Zickt der Hund wahrscheinlich. Robin arbeitet auch noch immer. Nee, der Hund liegt da hinten. Boah, ganz knapp. Ja. Bisschen knapp war's. Aber ich habe alles eigentlich gefangen, was man da unten fangen kann, oder? Habe ich alles? Oder kann man da noch... Wisst ihr, ob man da noch was angeln kann? Ich habe den Tintenfisch, den Blobfisch und den Gruselfisch. Das ist eigentlich fast alles. Okay. Vielleicht doch nicht.
Weiß das jemand von euch, dass alle waren? Also ich finde das richtig cool. Oh. Ja, das Haus wird gerade eh größer gemacht. Dann habe ich endlich Platz für die Sachen. Also den Kugelfisch müssen wir abgeben. Die hier ja leider nicht. Aber der Kugelfisch wird abgegeben. Das ist richtig cool. Eine Supergurke, die habe ich gar nicht gekauft. Muss ich nicht alle angeln? Oder reicht das auch, wenn ich die einmal besessen habe, also besitze? Hallo Julchen. Dodo, entschuldige, dass ich schon wieder störe, aber ich brauche einen weiteren Gefallen. Ich habe einen neuen Hammer und würde ihn gerne an verschiedenen Metallen ausprobieren. Könntest du mir eine Eisenbahn schmelzen und vorbeibringen? Klar. Okay, okay, gut, Manu, danke dir. Nur, dass ich nur mal sicher war, dass ich da jetzt nicht mehr runtertauen muss. Das wäre ein bisschen lästig. Achso, das brauche ich eh gleich wieder. Robin, ich hoffe, du bist morgen fertig. Ich will mein großes Haus haben. Also mein größeres Haus. Es ist ja dann kein großes Haus. Es ist ja nur ein bisschen größer. Oh, Sophie, Mahlzeit, lass dir deine Rabennudeln schmecken. Lecky. Oh, das sind grüne Würmer. Die holen wir uns auch gleich. Luna hat keine Milch. Alles gut. Nina hat auch keine Milch. Ja. Ich habe aber nicht Nina, sondern Pina angeklickt. Nein. Stadio ist manchmal... Achso, ich sollte vielleicht auch die Milch in die Hand nehmen. Okay, an dem hat es gelegen. An dem hat es gelegen. So, ab zu den Würmchen. Kriege ich wieder Pulvermelonen. Ja. Aber nur ein Pulvermelönchen. Stimmt dein Streamziel überhaupt noch? Welches Streamziel? Wartet ihr. Was ist gerade passiert? Twitch. Hä? Ich kann jetzt noch mehr Ziele eintragen? Ach cool, ich kann jetzt auch ein Bit-Ziel machen. Das ist neu. Ja, meine Ziele, die sind alle noch aktuell. Aber was meintest du? Was habe ich verpasst? Nachtmarkt. Alles aus Gold. Ach so, ja. Ja, ja. Die Gießkanne müssen wir noch machen. Das ist ja das Ziel für den... Naja, für den Herbst. Ah, für den... Wir sind im Winter. Für den Winter war das Ziel alles in Gold. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das mit der Gießkanne noch schaffen, weil diese erst auf... Ich glaube, Bronze. Aber da könnten wir jetzt dann eigentlich den für Stahl abgeben. Aber ich brauche noch ein paar von denen. Aber hast du recht. Ich sollte dem mal nachgehen. Dachte, Stadi wäre abgestürzt. Nee, nee. Es ist nur, wenn ich... Es ist ein Fenster. Und wenn ich raustappe aus dem Spiel, wird es schwarz. Das ist... Und ich habe gerade geguckt, welche Ziele ich gerade drin habe. Ich will aber auch immer alles essen. Ja, es ist furchtbar, Chris. Es ist wirklich ganz schlimm. Warum muss ich immer alles essen? So, den Wein verkaufen wir noch. Pulver heben wir auf. Also nicht Pulver, sondern hier Pulvermelonen, Samen. Rollt durch den Chat. So, werdet mal fertig hier.
Let's go. Let's go to the mall. Today, today. Bis Sonntag, Jonas. Bye, bye. Ich freue mich auf den 2-Stunden-Stream. Da werde ich wieder so gut versorgt von Daniel. Der kocht dann wieder. Wir können wieder murmeln. Oh, ich freue mich auf Murmeln. Oh, Murmeln wird toll, Leute. Bye, bye. Oh, ich freue mich auf Murmeln. Genau deshalb dieses Murmeln. Eigentlich, also ihr habt euch gewünscht, dass wir das in jedem Stream zum Abschluss machen. Aber ich glaube, es ist einfach besser, wenn wir das so ein bisschen was Besonderes, also dass das was Besonderes ist, dass wir das beibehalten, weil somit freue ich mich richtig auf Sonntag auf das Murmeln mit euch. Das wird toll. Murmeln! Yeah! Pinto, danke für dein Follow und herzlich willkommen! Ich hoffe, dir geht's gut. Da hinten sind Würmer. Ich habe sie erspäht und sie werden gehauen und es ist ein Stein drin. Voll arm eigentlich, dass man die ganze Zeit die Würmer schlägt. Diese arme Würmer. Mal gucken, ob ich überhaupt genug Geld habe für die Gießkanne. Kupfergießkanne! So. Stahlgießkanne. Ach doch, nur 5000? Das geht ja. So. Hey, was brauchst du? Ich brauche nichts, aber du. Hey, das ist der Eisenbahn, den ich wollte. Er sieht solide aus. Perfekt. Danke, Dodo. Ich weiß das zu schätzen. Sehr, sehr gerne. Dann kriegen wir ja auch mit ihm ein bisschen Freundschaft, denke ich. Hanna, was hast du vor in Animal Crossing? Abigail sollten wir auch mal reden. Hallo, Abigail. Der Winter ist langweilig. Oh. Oh, guckt euch mal die Kinder an mit ihren Mützchen. Fräulein Penny sagt, dass ich dieses Buch lesen muss, bevor ich draußen spielen darf. Wir haben hier keine Schule, aber ich gebe alles, um Vincent und Jas ordentlich zu erziehen. Das ist schön. Ist eigentlich so süß. Penny wäre auch ganz lieb. Huh. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ey, Jas ist wirklich sehr... Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber... richtig schüchtern. Sie sagt noch immer, sie kennt mich nicht. Dabei haben wir jetzt echt schon oft geredet. Also wirklich oft. Aber sie ist noch richtig schüchtern. Wir müssen öfter mit denen reden. So, jetzt gebe ich noch den Kugelfies ab. Die Kugelfies. Ja, genau. Die Serie startet dann immer von vorne. Man muss den Stream für die Streamer-Serie immer so ein bisschen gucken. Also da muss man auch so 15 Minuten zugucken, damit sich das dann weiterschaltet. Und ansonsten wird sich das resetten. Noch mehr Pulvermelonen. Was? Wir haben so viel Pulvermelonensamen. So, oh nee, da. Hier. Oh, das ist nochmal ein Bündel. Wir brauchen nur zwei Fische. Indischer Glaswels und Sandfisch. Boah. Bald. Färbemittel. Ah ja, Rotkohl, das haben wir ja dieses Jahr. Hasenpfote. Und hier Äpfel. Oh. Diese blöden Äpfel auch. Ich brauche einen Apfelbaum. Apfelbaum. Brauche echt noch lange mit den mit dem Community Center, wenn ich so weitermache. Mittwoch ist hier Ruhetag. Okay, heute ist noch Nachtmarkt, der letzte Tag. Und Fest des Wintersterns. Aha. Oh, Lia hat Geburtstag. Nächste Woche. Leute, Lia hat Geburtstag. Knacki, Hallöchen. Ich hoffe, dir geht's gut. Nachher endlich die Fallout-Serie. Oh, ich muss die auch angucken. Die ist jetzt ja rausgekommen. Ich muss die auch angucken. Wo ist die zu gucken? Die Fallout-Serie? Wo kann man die gucken? Auf welcher Streaming-Plattform? Ja, voll Apfelbaum trägt im Herbst Früchte, voll gemein.
muss ich warten. Aber ich habe einen Apfel. Ich glaube, ich habe einen Apfel von der komischen Frau gekriegt. Oder? Hä, ich dachte, ich hätte einen Apfel. Habe ich den weggegeben? Oh no, bitte nicht. Wo ist mein Apfel? Apfel. Oh oh. Ich glaube, ich habe den Apfel verkauft. No. Ich glaube, ich habe den Apfel verkauft. Upsi. Ich weiß nicht, wo der war, aber irgendwo war mal dieser Apfel. Das ist jetzt meine Pulvermelonen-Sammlung. Hier. Eine Stunde pro Folge, die Nacht wird kurz. Und wo kommt es jetzt raus? Amazon Prime. Okay, sehr gut. Jetzt wird's adlig. Die Prinzessin ist gelandet. Zinkkäse als Geburtstagsgeschenk. Sowas von. Ich habe ihr den Wein verkauft, sonst hätte sie vielleicht noch Wein bekommen, weil Wein liebt sie auch. Aber es wird der Zinkkäse, glaube ich. So, hier haben wir wieder ein paar Früchtchen. Hallo, ihr gruseligen Fledermäuschen. Es wird dunkel draußen, ja sehr. Real Life dunkel. Ich gehe Let's Dance gucken. Dir viel Spaß, du Donner. Bye, bye. Bis Sonntag. Ich freue mich auf Sonntag. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Oh, die neue Insel, Leute. Wir haben so viele coole Inspo-Sachen auch gesehen. Also wir werden uns die auch natürlich nochmal angucken, wenn es dann losgeht. Aber die Inspos sind echt krass. Hallo, Leute. So, jetzt muss ich dann Geld sparen. Ich glaube, ich lasse die Gießkanne jetzt auf Stahl. Ich glaube nicht, dass ich die auf Gold machen möchte. Ich brauche es halt auch wirklich nicht. Und deswegen werde ich jetzt gucken, dass ich das Geld spare für die Tiere. Weil ich brauche ja noch einen zweiten Hasen und ich brauche Schweine und Ziegen. Ziegen habe ich schon, Schafe habe ich noch keine. Und da möchte ich einfach gucken, dass ich da mal alles habe, bevor ich da jetzt noch die Gießkanne auch 10.000 dafür ausgebe. Da spare ich jetzt einfach auf Schaf und Schwein, damit es da einfach ein bisschen vorangeht. Schau dir die Farben an, die sind sehr hübsch. Sehr, sehr hübsche Farben haben die Ziegis. So, da kann ich das auch verkaufen. Wein brauchen wir. Kann ich verkaufen. Granatapfel. Ich horte halt auch immer alles, ne? Das ist so schlimm. Schlechte Angewohnheit. So. Du darfst den Chat was fragen, ja? Solange es kein Spoiler ist. Oh, Nachtmarkt. Fast vergessen. Aber was machen wir im Nachtmarkt? Ich gehe noch mal zur Meerjungfrau. Vielleicht ist jetzt bei dem dritten Mal noch mal eine andere Show. Das gucke ich mir mal an. Und dann gehe ich trotzdem, glaube ich, noch mal angeln. Ich glaube nämlich, wenn ich jetzt früh dran bin, dass ich daraus richtig gut Geld auch machen kann, wenn ich die dann verkaufe. Anne, bis Sonntag. Und schönen Abend dir noch. Elisabeth, ist eine interessante Frage, aber bitte Chat kein Alter in den Chat schreiben, weil wenn hier jemand U13 ist, wird euer Account von Twitch gebannt, wenn die das sehen. Also, und ich sollte auch nicht wissen, dass ihr jung seid. Also kein Alter in den Chat
schreiben, bitte. Zu eurer Sicherheit. So. Oh, ein Oktopus. Jetzt frage ich mich halt, ich verkaufe den mal. Das wird mir tatsächlich gut geschrieben, als hätte ich den gefangen. Krass. Okay. Ein Gotteslachs kenne ich schon. Nee, Elisabeth, alles gut. Du entschuldigst dich gerne, ne? Aber es ist ja wirklich eine interessante Frage, du hast ja recht. Aber wir haben eigentlich so ein richtiges Durchschnittsalter hier. Es ist alles dabei. Junge Zuschauer, alte Zuschauer, ältere Zuschauer. Sagen wir mal so. Wir hatten auch schon mal Ü70 hier drin. Tatsächlich. Wo ich mir denke, cool, meine Oma würde nämlich nicht Twitch gucken. Obwohl, doch! Mein Cousin hat ihr das schon mal gezeigt. Aber wir haben mal alles. Manche gucken auch mit ihren Kindern zu. Gute Nacht, Puppy Studio. Bye, bye. Achso, du sagst es zu Anne. Mal gucken, ob jetzt noch mal was anders ist. Sind die Blubberblasen neu? Reizen ist ewig her. Nee, ist gleich. Ja. Ja, ist gleich. Okay. Zwei verschiedene Shows machen die. Aber wir könnten noch mal hier. Und jetzt fängt die wieder an. Lene, Herrlichen. Ich bin schnell wieder raus, damit sie nicht nochmal anfängt. Was ist hier nochmal? Warum ist der hier eigentlich so gruselig? Auberginensaat. Brauche ich eigentlich auch alles nicht, oder? Boah. Das Klavier ist schön. Vielleicht können wir uns das nächstes Jahr leisten. Hütchenhut. Der ist auch cute. Kann ich mir aber auch nie leisten. Auch viel zu teuer. Schweineteuer sind die hier. Boah, George ist da und sieht voll gruselig aus. Hier gibt's gratis Kaffee. So. Ich gehe hier nochmal runter. Auch wenn es heißt, dass ich nochmal 1000 G zahlen muss. Egal. Ich bin, oh, bei schönem Wetter trocknet die Wäsche schneller, Alter. Da bin ich auch. Endlich kann man den Wäscheständer rausstellen. Oh, es ist so beruhigend, Leute. Und da kommt wieder so ein Blobfisch, der mich aufregt. Das ist eh schon wieder so einer. Nee, ist ein Tintenfisch, glaube ich. Ist ein Tintenfisch. Nee, ist ein großer Fisch. Das Wort ist also verboten. Anscheinend, ja. Ich kann es gerade nicht erlauben. Dr. Dodo! Arbeit! Ich kann leider wirklich nicht, sonst tappe ich wieder aus dem Spiel raus. I'm sorry. Oh ja, die Seegurke. Die hatte ich noch nicht. Der hört es nicht. Ja, warum kriege ich jetzt so viele Kisten? Ich habe mal angefangen, die Vogelscheuchen zu sammeln. Welch seltsames Hobby. Und teuer. Oh ja, teuer. Teuer, du sagst es. Das sind ja auch Sammlerstücke. Also es gibt ja Sammelstück-Vogelscheuchen. Aber das ist echt teuer.
Mal gucken, vielleicht mache ich es auch mal, wenn ich zu viel Geld habe. Wenn ich nächstes Jahr zu viel mit meiner neue Strategie vor allem, mit den Anbauen verdiene, dann fange ich es vielleicht auch an zu sammeln. Oder ich mache einfach mal die ganze Farm hübsch. Das ist nämlich auch eine gute Idee. Es wird schon wieder zu spät, ne? Vielleicht lasse ich mich diesmal nach Hause schicken. Aber ich will die ja jetzt verkaufen. Das ist wieder ein Gruselfisch. Zeit noch. Es wird spät. Oh. Oh. Okay. Nom nom. Fertig gegessen. Jetzt wird Animal Crossing weitergespielt. Ja! Nom nom. Ich habe gehört, dass man, wenn man alle Rare Rose sammelt, man ein Geschenk bekommen soll. Kann voll sein. I don't know. Oh, wir sind da. Kann ich bitte nach Hause geschickt werden? Wie viel kostet das nochmal? Okay, das geht. Ah, tschaußi. Robin arbeitet noch immer. Ich gehe das jetzt noch verkaufen. So viel Zeit muss sein. So. For the money. Rare Crows, also die seltenen Vogelscheuchen. Ausbauen, erweitere dein Haus. Ja, wir haben Achievement bekommen. Okay, was hat... Ach, die Fische haben uns... Okay, die Fische haben uns nicht das gebracht, was ich mir erhofft habe. Aber ich habe zumindest den Preis wieder erinnern. Für das, wo ich runtergegangen bin. Klein Dodo möchte gerne aus dem Spielparadies abgeholt werden. Klein Dodo. leider akzeptiert das Twitch nicht. Oh, guck mal, wie riesig. Twitch ist böse. Das tut mir leid. Ich habe jetzt eine Küche, Leute. Wir können jetzt kochen. Ich würde es genehmigen, aber ich muss mal kurz... Ich kann nicht, mein Handy ist abgestürzt. Hallo, ich würde dir gerne ein paar Informationen über die kommenden Veranstaltungen geben. Das Fest des Wintersterns, es ist Zeit für die Gemeinde, sich an all das Gute in diesem Jahr zu erinnern und zusammenzukommen. Was akzeptiert Twitch nicht? Dodo, Klein Dodo. Klein Dodo erkennt Twitch als Beleidigung. Für Mobshund hat das geschrieben und ich kann es leider gerade nicht erlauben, weil dann bin ich wieder aus dem Spiel getappt. Aber mein Bot ist gerade am Phasmus-Spielen. Ja, genau. Die Nachricht wird zurückgehalten. Die kann nur ich sehen, Mobshund. Ich und die Mods. Eine beliebte Tradition ist das Wichteln, bei dem jede Person... die. Okay, wen haben wir denn? Oh, wir haben wieder Louis. Oder? Nee, wir haben Evelyn. Evelyn. Was mag Evelyn denn? Wissen wir, was Evelyn mag? Ich akzeptiere es kurz. Oh, Matt Rabbit, deine Nachricht darf ich gar nicht akzeptieren. So. Was ist mit dem Oktopus? Das ist ja cool. Also das scheint jetzt auch in meiner Liste hier auf. Nee. Ich muss die tatsächlich gefangen haben. Ich muss die gefangen haben, sonst tauchen die hier nicht auf. Da ist er. Das sehe ich doch, dass das Bild ist. Der Oktopus scheint nicht auf. Behalte ich mal. Aber ist auch krass, dass sie das nicht tut, also dass es nicht aufscheint. Nee, man muss die nicht verkaufen. Es sind ja auch vorhin die anderen aufgeschieden, die ich noch nicht verkauft habe. Und alle, die ich noch nicht verkauft habe, scheinen schon auf. Also, I don't know.
Oder? Daran kann es ja nicht liegen. Oder doch? Elisabeth, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ciao, ciao. Schön, dass du da warst. Also ich glaube nicht, dass es am Verkaufen liegt. Kann mich natürlich auch täuschen. Ich habe meine erst drin gehabt, wenn ich die verkauft habe. Ach, auch? Ist dann auch ein Glas für später. Ein Goal für später. Ja, ja, es ist ein Goal für später, das weiß ich schon, aber ich glaube, man muss die doch gefangen haben. Wir können das jetzt mal ausprobieren, dann verkaufe ich doch den Oktopus. Und wir probieren das jetzt an der Stelle einfach aus, ob man die einfach verkaufen muss. Aber ich habe ja die drei noch nicht verkauft. Achso, doch. Nee, den Blobfisch. Der Blobfisch habe ich ganz sicher kein zweites Mal gefangen. Den habe ich nicht verkauft. Der scheint trotzdem auf. Deswegen. Also den Blobfisch habe ich nur einmal gefangen und nie verkauft. Trotzdem ist er da. Aber wir probieren es jetzt trotzdem. Also hier, das ist der Oktopus, den ich da habe. Ich verkaufe den. Vielleicht kann man das auch über die Weise einfach kriegen. So, er ist weg. Kein Zurück mehr. Ich krieg den nie wieder. War jetzt vielleicht auch ein Fehler. Aber ist ja nicht schlimm. So, ich glaube, wir werden uns heute ein Schaf holen. Ich bin ganz ehrlich zu euch, wenn Mani heute da ist, wenn Mani da ist, holen wir uns ein Schaf. Nur selbst fangen, ja. Hä? Luna hat keine Milch? Da. Manchmal klappt das nicht. Ich mach Party. So ist gut. Party, 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 Party. Wie lange spielen wir eigentlich heute schon? Ach, nur erst anderthalb Stunden. Easy. 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 So, da. Bitte, Mani, sei da. Sei heute einfach mal da. Bitte. Nein. Okay, vielleicht kommen sie erst. Hab ich, Leo, schon zwei Geschenke? Ja, hab ich. Mani, kommst du bitte? Ich kann auch zu dir reinkommen. Jas mag es wohl sogar zum Arzt zu gehen. Was für ein ungewöhnliches kleines Mädchen. Ja, aber sie ist voll lieb. Ich warte jetzt einfach mal hier. Vielleicht kommt sie ja. Bitte, Mani. Wahrscheinlich wird sie einfach vorbeigehen und zur Kneipe gehen. Okay, sie kommt. Nein! Mani, ich will ein Schaf kaufen! Ja, lach mich nicht aus. Böse Mani! Manchmal frage ich mich echt, diese Frau. Dann kaufe ich mir die größere Tasche. Ich wollte eigentlich wirklich... Oh, oder ein Apfelbaum. Oh nee, ich kaufe mir die Tasche. Das hat Sinn. Ich habe jetzt auch einen Luxusstall in Auftrag gegeben. Ja, Mulai! Sehr gut. Oh, und wir müssen kochen. Oh, wir kochen jetzt was. Wir haben doch eh voll viele Zutaten und so, weil ich immer alles horte. Prost, Mad Rabbit. Pinto, danke übrigens für dein Follow.
Das ist zwar schon ein bisschen her, aber vielen, vielen Dank. Oh, ich liebe Stardew Valley. Wir haben ja letztes Mal darüber geredet, dass ich die Musik vom Winter nicht so mag. Aber es ist halt die beruhigendste Musik von allem. Das stimmt schon. Oh, das Haus ist jetzt auch so viel schöner. Nehmen wir mal ein bisschen was mit rein. So ein Kürbis. So Mais, Früchte. Dass wir mal ein bisschen was mit drin haben. Bohnen kann man auch mal nehmen. Ich brauche ja Rezepte. Die Zutaten habe ich jetzt alle, glaube ich, also Eier und Milch habe ich alles jetzt eingemacht, glaube ich. Ja. Habe ich noch irgendwo ein Ei übrig? Nein. Habe ich hier noch ein Ei wo liegen lassen? Nein. Ich habe hier gut aufgeräumt. Ja, man kann bei der Hausvergrößerung kochen. Tatsächlich, da bekommt man eine Küche mit rein. Ich war mir auch nicht mehr sicher, muss ich zugeben. Aber ich habe die gerade gemacht und ja, ich habe jetzt die Möglichkeit zu kochen. So, aber ich muss jetzt hier mal ein bisschen aufräumen. Das stört mich natürlich jetzt hier. So. Mache ich das mal hier rüber. Ich glaube, und man muss auch die erste Hauserweiterung, glaube ich, haben, um zu heiraten. Meine ich. Sicher bin ich mir nicht. Ich meine, das ist so. So. Was ist das eigentlich? Das ist eine Pflanze, ne? Die habe ich so hingepackt. Packen wir mal auch hier hin. Ja, die wächst gerade noch nicht, leider. Sind auch zu viele Pflanzen. Es versperrt mir den Weg. So. Das ist eine Lampe, glaube ich. So, die packen wir einfach mal hier hin. Später können wir das alles noch richtig schön einrichten und dekorieren. In Stardew Valley kann man echt vieles machen. Das ist richtig cool. So, also wir haben natürlich schon ein paar Rezepte, aber wir können auch natürlich, wie in Coral Island auch, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, wir können auch random Sachen machen. Ein Spiegelei zum Beispiel brauchen wir tatsächlich noch, das müssen wir noch abgeben. Also das brauchen wir für, ja doch, für die Speisekammer, nee, nicht für die Speisekammer, für Schwarze Brett und zwar beim Koch. Hier Spiegelei und Trüffel, dafür brauchen wir ein Schweinchen. Aber Spiegelei kann ich jetzt auch gerade nicht machen. Dafür habe ich das Rezept nicht mit. Gebackene Fisch? Nö. Omelette. Hä? Okay, wartet mal. Hä, was ist denn gerade passiert? Chili Vanilli, danke dir für deinen Stufe 1 Sub. Vielen, vielen Dank. Und auch an Cosireni, danke für dein Sub. Für 7 Monate. Dankeschön. Leute, ich habe es einfach gerade gleichzeitig gesappt. Kurz Verwirrung ausgelöst hier. Chili Vanilli, vielen Dank. Und Cosi redet ja auch. Dankeschön. Ah. Mona. Mona, danke für 5 verschenkte Subs an die Community. Dankeschön. Oh, Manu. Mona, dankeschön. Greenplay, Öttchen, Caroline, Cecilia und Shox hat's erwischt. Und damit ist der Hype Train auf Level 3. Ich bin hier. Danke, Leute. Dankeschön für euren Support. Ehrenmona. Ah, herrlich. So, ich würde sagen, wir riskieren jetzt einfach was, oder? Nee. Das ist doch auch blöd. Ich möchte irgendwie was mit Mais machen. Oder kann ich nicht? Kann man nicht mehr experimentieren? Oder brauche ich dafür
Dinge. Brauche ich dafür irgendwie Kochgeräte, die ich noch nicht habe? Ich glaube ja, oder? Oder kann man in Stardew Valley nicht experimentieren? Meine steht am Freitag um 9 Uhr im Winter hinter der Theke bis 16 Uhr. Hab gerade nachgeguckt. Am Freitag. Okay, dann gehe ich morgen hin. Kirschli, danke, danke dir. Man kann nicht experimentieren. Okay, dann hatte ich das nicht mehr richtig in Erinnerung. Oh. Chili Vanilli, danke dir für 2 verschenkte Subs an die Community. Was macht ihr denn? Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Chili Vanilli. Dagi und Tammy hat's erwischt. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Was macht ihr denn? Schade, dass ich da jetzt nicht kochen kann. Ich dachte, ich könnte experimentieren. Ich war experimentierfreudig. Dinge passieren! Jeden Sonntag gibt es ein neues Rezept bei Queen of Sauce. Das wusste ich nicht, Vinaria, danke dir. Dann muss ich da immer gucken. Ab jetzt. Das wusste ich wirklich nicht. So, ich gehe einfach schlafen. Ich habe keinen Bock auf Winter. In meinem großen Bett. Das erste Mal in meinem großen Bett schlafen. Oh, schön. Ich bin erst Jahr 1. Wir haben ja neu angefangen, Reni. Bin noch ein Küken. Ein kleines Küken. Wir müssen aber noch rausfinden. Die Stahlgießkanne ist fertig. Sehr cool. Und der Buchhändler ist auch da. Das ist Update bisher. Sehr cool. Ich finde immer wieder neue Sachen. Das ist richtig schön. Ah, ich muss jetzt Sachen reinlegen. Ich glaube, ich hole den ganzen Mais. Mach eingelegten Mais. Wenn ich schon nicht kochen kann. Wenn ich den schon nicht verkochen kann. So. Update ist toll. Oh, ja. Oh, wartet mal. Da sind ja meine Pflanzen für die Wand. Die müssen wir natürlich hier reinpacken. Die kommen mit übers Bett. So. Ist doch hübsch. Vor allem, wenn man die dann so schön gießt. Ihr kennt das von Pflanzen vielleicht. Wenn man die so schön gießt, dann spülen die so ihre Blattadern durch und dann kommen immer so am Ende vom Blatt so ein Tropfen Wasser runter. Ist immer schön, wenn man dann Pflanzen über Bett hat und die tropfen einen so an. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kenne das als Pflanzenmama. Ich kenne das nur zu gut. So, Evelyn. Wir müssen rausfinden, was Evelyn gerne mag. Oder wir schenken ihr einfach einen Diamanten. Das wäre halt richtig krass. Ich weiß aber nicht, ob ich noch einen Diamanten habe. Ich glaube eigentlich nicht. Ich habe alle verkauft, glaube ich, weil ich das Geld brauchte. Ja. Ich guck mal ganz kurz nach. Ich gehe kurz aus dem Game raus, deswegen schwarz. Stardew. Evelyn. Was mag denn die Gute? Wir gehen heute auch zu Mani. Ja, beste Geschenke. Diamant. Feenrose! Ich glaube, eine Feenrose habe ich. Feenrose. Das ist das Einzige, was ich habe für sie. Aber das wird dann eh passen. Nee, eine Tulpe mag sie auch. Tulpe hätte ich auch für sie. Danke, Leute, für den Hype-Train. Vielen, vielen Dank. Die Emotes werden ausgeteilt. Was sind meine Feen? Hier, eine Feenrose. Okay. Packen wir die gleich für Evelyn herein. Ja, Diamant mag halt jeder. Diamant ist so ein Allrounder-Geschenk. Wenn ihr mal nicht wisst, wer was mag, Diamanten mögen sie alle. Aber trotzdem hat jeder auch spezifisch noch Geschenke, die er mag. Evelyn jetzt zum Beispiel Feenrose. Ich finde es voll süß, dass ich Evelyn gezogen habe. Ich habe, glaube ich, bis jetzt immer zufällig Louis gezogen.
Oh, die sperren erst um 9 Uhr auf. Ist das bei ihr auch so? Ich glaube, ja. Was ist hier Langschläfer? Tutut! Sandra, Löchen! Wie geht's dir? Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. So. Kann ich mir jetzt überhaupt ein Schaf leisten? Gerade so? Ja. Okay. Frotz. Tono. Ich nenne sie Tono. Katze müde, Katze kaputt. Katze ins Bett gehen. Okay, sehr schön. Ich sende den kleinen Tono sofort zu ihrem neuen Zuhause. Ja. Wir haben ein Schaf, Leute. Sie lacht mich wieder aus. Ich kenne dich nicht, noch immer nicht. Noch immer nicht. Hab eine Ente, die Dodo heißt. No. Warum, Lia? Warum? Lia, ich will dir doch nur Käse schenken. Obwohl, ich glaube, ich darf hier gar nichts schenken, oder? Nee. Dann gehe ich halt wieder. Katze voll laut gucken. Katze Kaffee trinken. Ich weiß nicht, ob Dr. Dodo gerade zuhört, aber ich glaube nicht. Muss ich auch fragen, ob er mit mir voll laut guckt. Pulvermelone, lecky. Die sieht einfach so gut aus. Sie sieht so giftig, aber auch so gut aus. Ich will eine Pulvermelone essen. Oh, wir müssen einen kleinen Tono noch begutachten. Tono! Hoppala, sorry Leute. Ich habe was im Hals. Kennt ihr das, wenn ihr euch an einem eurer eigenen Spucke verschluckt? Das hatte ich gerade. Oh, Cutie! Oh, ist das ein Cutie? Ich nenne dich ab jetzt Captain Cersei wegen der Mütze. Ja. Aber das ist nicht das Witzigste im Outfit. Fällt dir sonst noch was auf? Reni? Hallo. Von vorne mit dem kleinen Kopf. Bin gleich in Jahr 2. Oh. Oh. Aber jetzt bin ich unter Druck. Ich habe die Unterhose vom Bürgermeister an. Ich finde das immer noch so witzig. Warum? Ich kann es nicht lassen. Es ist jetzt schon so lange, dass ich die Unterhose vom Bürgermeister anhabe, aber ich finde es immer noch witzig. Also falls du gerade gesehen hattest, wie Mani gekichert hat, das ist ihre Reaktion auf die Unterhose. Es wäre schön, mir hin und wieder Urlaub zu nehmen. Dann mach das, Jody. Guck mal, die Reaktion vom Bürgermeister. Er ist dann immer voll beleidigt. Ich kann mit ihm keine normale Unterhaltung mehr führen. Aber ich will die Hose auch nicht ausziehen. Ich höre schon auf, sorry. Das ist einfach zu gut. Ich gehe mal zum Strand, da müssen Mupfeln liegen. Mupfeln. Also ich habe ja gelesen, man kann die Unterhose auch in den Eintopf packen, den man da macht. Im Frühling oder im Sommer war das, keine Ahnung. Das ist halt auch mega cool. Aber ich fand einfach die Idee, die anzuziehen, einfach die beste. Ich habe die ja umgenäht. So ist es ja nicht. Sonst kann man die gar nicht anziehen. So I ist es gar nicht. Ich habe halt... Hey, ich habe es halt recycelt. Ich habe die Unterhose von meinem Bürgermeister recycelt. Und ihr wisst ja, ich mag Vintage.
Das kennt ihr ja von mir. Aber im Essen, ja, im Essen ist I, ja, da hast du recht. Im Essen ist schon sehr I. Ich muss mal mit Evelyn reden. Ich glaube, ich bin mit der noch gar nicht so gut. Oh, oh, das ist ja der Bürgermeister hier. Naja. Falsches Haus. Also ich muss mit Evelyn mal ein bisschen mehr reden. Die sehe ich so selten, weil die hier immer zu Hause sind. Hallo, Georgie. Hi, Evelyn. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass die Leute auch drinnen ihre Winterklamotten anhaben. Aber es ist halt so, ne? Aber mit den Mützen im Haus. George verbringt den ganzen Tag vor diesem verdammten Fernseher. Er sitzt doch gerade beim Essen ganz alleine. Oh, Flower-Autorin, dankeschön für dein Prime-Sub. Vielen, vielen Dank. Und Hallöchen, ich hoffe, dir geht's gut. Danke dir. Ist okay, dass du dich rechtfertigst, macht es nicht besser. Secondhand, genau. Also ich bin schon stolz, dass ich das Secondhand mache. Kann ich nichts dafür, wenn ihr das nicht verstehen wollt? Der Zug ist da. Okay, rauf, rauf, rauf. Lauf, 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 rauf, 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 lauf. Oh, ist so langsam. Bin zwar gerade erkältet, aber sonst geht es mir gut. Ey, ich wünsche dir alles Gute und gute Besserung. Hey, Jonas! Jonas, danke dir für dein Raid. Ich wusste gar nicht, dass du streamst. Doch, hast du mir erzählt, ne? Vielen, vielen Dank. Und herzlich willkommen. Ja, ich raide dich. Hey, ich wusste das gar nicht. Oder ich habe es irgendwie verpeilt. Okay, das ist ein schöner Zug. Nicht dieser Joja-Zug. Danke dir. Färbung ist ja verboten, hast du gefunden. Ja, hat Philipp Kunde, das stimmt schon. Was ist denn das? Okay, da droppt da was. Da Kohle droppt da. Aber nur einmal, oder? Ja. Hallo. Hallo. Okay, mehr als Kohle war es jetzt nicht. So, kann ich eigentlich diesen Stein hier kaputt machen? Nein, ich glaube, das haben wir letztes Mal schon geguckt, ne? Das kann ich nicht kaputt machen. Schade. Schade, Schokolade. Oh, ich habe fast kein Geld. Wir müssen Sachen verkaufen, das ist ja ganz schlimm. So, Holzi, Holz. Ich muss eigentlich Robin auch mal, obwohl, ich kann ja mein Haus nochmal ausbauen. Also ich kann ja, ich glaube, bei Stadio kann man es öfter mal ausbauen. Wisst ihr, was die zweite Erweiterung kostet? Ich meine, ich habe sowieso kein Geld gerade, aber trotzdem, damit ich mal weiß. Ich glaube, man braucht die zweite Erweiterung, wenn man dann Kinder machen möchte. Damit man ein Kinderzimmer hat. Oh nein, falsche Richtung. Okay. Mach's ohne Bild, nur Ton, das wäre es. Was meinst du, Mona? 65.000 und 100 Hartholz. Oh, das ist krass viel. Das ist echt viel. Oh, hallo. Ich will mal beim Community Center weiterkommen. Ich stecke da gerade irgendwie fest. Gunther. Gunther will Glasscherben haben. Okay. Okay. Oh, ich will beim Community Center weiterkommen.
Aber dafür brauche ich ein Weinchen. Ein Schweinchen brauche ich dafür. Und Eier. Ich kann schon Spiegeleier machen. Ich mache jetzt Spiegeleier. Warum wird eine Unterhose zurückgehalten? Willung für meine Aussage von Finn, als die Unterhose entspiegelt. Achso. Aber ich habe es gelesen, Mona. Ich weiß nicht, warum Unterhose zurückgehalten wird. I don't know. Neues Jahr! Ey, Frühling. Wenn in Stardew Valley von Winter auf Frühling wechselt, es ist einfach das Geiste. Das ist echt das Beste. Das beste Gefühl, das man haben kann. Auch wenn die Musik dann wieder losgeht. Ah, oh, herrlich. Beim Sommer auch. Ist auch cool. Aber wenn der Schnee weg ist, ach, schön. Okay, ich mache jetzt ganz viel Spiegelei statt Mayonnaise heute. Ich nehme alle Eier mit. Alle Eier werden mitgenommen. Alles gut, Jonas. Du solltest immer Leute raiden, die du auch gerne hast. Aber es ist ja cool, dass du mich raidest. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar dafür, dass du das machst. Das ist schön. Kann ich jetzt richtig viele Spiegeleier machen? Ich habe jetzt 7 Stück Spiegeleier gemacht. Ne, 8 Stück Spiegeleier gemacht. 8 Stück. Ich verkaufe mal eins, dann gucke ich, was ich dafür kriege. So viel Energie ist es jetzt nicht. Oh, wir könnten heute zu Gunther gehen, weil Gunther... Für Gunther haben wir richtig viele Sachen. Und ich glaube ja, dass der Clint auch mit der Gießkanne fertig ist. Puh. Qualitätsdünger. Das ist was für Gunther. Qualitätsdünger. Jode. Gunther, Gunther. Tintenfische? Warum habe ich Tintenfischtinte? Ist die gedroppt worden? Cool. Okay, ansonsten glaube ich, habe ich nichts für Gunther, oder? Nee. Okay. Ja, weil sie sind alle gut aufgehoben. No. Danke. Ich muss noch mal loslegen, muss mich noch in den Stream reinfuchsen. Oh ja. Ich kenne das nur zu gut. Da braucht man echt ein bisschen Zeit, bis man sich da auch was traut. Und ja. Ey, wenn ich mich daran erinnere, wie schüchtern ich war. Weil Aprikosenbaum hat Früchte. Ja. Ich brauche auch mehr Bäume. Gerade was die Obstbäume angeht. Keine Ahnung, warum ich da so wenig habe. 2 habe ich bis jetzt und einer ist noch ganz klein. Hast du jetzt geschaut, ob der Tintenfisch erschienen ist? Stimmt. Hab ich vergessen. Ah, wir gucken. Nein. Also man muss dann tatsächlich selbst gefangen haben, sonst geht das nicht. Schade. Falco, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Bis bald. Ciao. Ich muss jetzt eh mal ganz kurz zu Dr. Dodo rausgehen. Ich muss ihm kurz was sagen, weil mein Handy ist ja abgestürzt. Leute, ich bin gleich wieder da. Wirklich nur 2 Sekunden. Vielleicht 5. Waren es mehr als 5? Sag dich, es waren mehr als 5. 2 Sekunden sind rum. Ich bin da. So. Ja, mein Handy hat keinen Akku mehr. Jetzt kann ich ihm nicht mehr schreiben. Wann macht er endlich auf, Clint? Ich warte. So, jetzt. Okay, meine Stahlgießkanne. Ja.
Oh, die sieht ja voll cool aus. Die hat ja sogar so einen Goldrand. Haha. Also klingt, das hast du hübsch gemacht. Es ist so einen kleinen weiß-goldenen Rand. Das ist schon. Es waren 5,5 Sekunden. Oh nein. Das tut mir leid. Was ist das? Kartoffeln? Ja, Kartoffeln brauchen wir auch mal. Das habe ich auch noch nicht. Cholestin. Oh, doch, ich glaube schon. Stein. Danke, Gunther, für die Steine. So, der Clint wird jetzt richtig happy sein, weil der kriegt ganz viel. Und dann müssen wir noch die Spiegeleier abgeben. So, am Museum spenden. Die packe ich mal hier hin. Das Zahnrädchen kommt dahin. Das kommt auch dahin. Und das kommt auch dahin. Ich krieg gar keine Belohnung? Schäme dich, Gunther! Schäme dich! Es sieht nicht so aus, als hättest du irgendetwas, das du dem Museum spenden kannst. Mach dich besser mal auf die Schatzsuche, was? Ach, Gunther! Böse! Da hat sich Clint für dich extra schön gemacht. Nein, er hat die Gießkanne schön gemacht. Ach. Ach, herrje. Der Gunther. So, Spiegelei abgeben. Das heißt, ich brauche noch Trüffel. Dann habe ich dieses Bündel komplett. Dieses Essensbündel. Und dann brauche ich natürlich voll viel Kohle für den Tresor, weil wir wollen ja endlich mal mit dem Bus fahren können. Das wäre toll. Aber das machen wir dann im Frühling nach der ersten Ernte. Das bringt gar nichts, dass ich das jetzt irgendwie auf Krampf versuche. Voll schade. So, Koch. Hier, Koch kriegt ein Spiegelei. Trüffel fehlt noch. Kriegen wir hin. Easy. Ich finde es irgendwie schade, dass man das Community Center nicht nutzen kann. Nicht wirklich. Also da hätten die jetzt zum Beispiel so eine Nähmaschine oder so reinstellen können, wo ich einfach Dinge machen kann, die ich vielleicht selber am Hof nicht unbedingt habe. Das wäre cool gewesen, aber... Naja, ist halt so. Wir kommen auch so klar. Was meinst du, Mopsund? Was für Twitch-Community? Habe ich gerade was verpasst? Oh, ich wollte noch gucken, wann das mit dem Fest ist. Ist das morgen? Warte, er hat mir doch seine Twitch-Community einladen. Ins Community. Ach so, ja, das könnte ich machen. Das wäre cool, wenn das gehen würde. Wann ist nochmal hier dieses Fest? Am 25. Ach so, ich dachte, das ist ja bald. Warum sagt er mir überhaupt schon Bescheid? Jetzt habe ich natürlich das hier schon mit dabei. Hof, bring dich direkt vor dein Haus. Da habe ich jetzt auch schon ein paar. Bring dich direkt in die Berge. Bring dich direkt zum Strand. Ich sollte die mal nutzen. Ich horte auch die Dinger. Ich horte nicht nur die ganzen Sachen, Ressourcen, die ich eigentlich easy verkaufen kann. Nein, ich horte auch die ganzen Totems, verwende sie nie. Ich habe ein Problem. Hilfe, ich bin Dodo und ich habe ein Problem. Wo sind denn meine Pulverlies? Hier. So. Ich glaube, ich war noch nicht melken. Ihr werdet... Oh, das ist so viel Käse. Kommt, Leute. Ich behalte mir zwei von denen und den Rest verkaufe ich, weil ich horte auch hier schon wieder zu viel. Ich weiß, ich brauche Käse für die Mine, aber ich habe gerade nicht vor, die Mine zu machen. Ich habe gerade keinen Bock, da reinzugehen. Bin ganz ehrlich. Ich muss leider jetzt gehen. Ich wünsche dir einen schönen Abend, Cecilia. Bis bald. Oh, ich will nicht das Schaf. Nein, ich will nicht das Schaf melken. Ich will das Schaf streicheln. Lass doch das Schaf in Ruhe. So. Sowas, ey. Bye, bye, Cecilia. Kann ich eigentlich Eisen bekommen, ohne bankrott zu gehen, weil ich mit Clint mein ganzes Geld gebe? In die Mine gehen, Mobshund.
ab Level 40 kriegst du Eisen. Also niemals bei Clint das ganze Zeug kaufen. Das kriegst du easy in der Mine. Oh. Also ich habe bei Clint ein paar Mal Kupfer gekauft, aber das war's auch. Nur weil ich keine Lust hatte, in die Mine zu gehen. Aber ansonsten habe ich alles immer schön selber gefahren. So, holen wir hier noch die ganzen Früchtchen ab. Und dann... Nee, heute ist Samstag. Morgen ist die komische Frau da. Gestern habe ich die schon wieder verpasst. Toll. Mal richtig gut gemacht, Lassie. Schön. Komische Frau verpasst. So. Das müsste uns ein bisschen Geld geben. Könnte eigentlich auch angeln, um Geld zu bekommen. Marc, Hallöchen! Schön, dass du da bist. Und Ruki, Hallöchen auch an dich. Hi, hi, hi. Wie geht's euch? Ich glaube, hier angeln kriege ich sehr viel Müll, oder? Und geheime Notizen anscheinend. Oh. Oh. Oh ja. Ich hasse es, auf der Farm zu angeln. Mann, jetzt höre ich aber auf. Das ist doch ein Krampf. Kann man hier gar keine Fische angeln? Hallo Leonie. Hallo Leonies Freund. Hallöchen, liebe Grüße. Liebe Grüße zurück. Ich gehe der mysteriösen Nachricht nach. Also ich gehe da gleich hin, weil sonst vergesse ich das sowieso wieder. Das Bild war ja oben beim Zug. Dass ich da wahrscheinlich grabe oder so. Liegt gerade krank mit einer warmen Tasse Tee im Bett. Wenigstens hast du eine warme Tasse Tee. Die hast du dir verdient und alles Gute dir und gute Besserung. Guck, dass du schnell wieder auf die Füßchen kommst. Oh, ich habe eine Schatzkiste. Ich habe eine Schatzkiste. Wow, sie ist voller Schätze. Die bringt mir sicher einen guten Preis. Schatzkiste bringt sonst nichts, ne? Das hatten wir schon mal. Ui. Die bringt ja sonst nichts. Haben wir sonst noch irgendeine komische Nachricht mit, wo ich graben muss? Das checke ich nicht. Keine Ahnung. Es gibt keinen besseren Helfer als einen mit Rosinen gefütterten Junimor. Da muss ich in der Nacht hin. Zwölfer mittags pünktlich, letzter Tag der Saison. Sieh dir den Busch über dem Spielplatz an. Letzter Tag der Saison. Ach so. Welche Saison? Ist es egal, welche? Da müssen wir gucken, das müssten wir uns merken. Ich darf nicht spoilern. Das ist Stardew Valley. Das ist einer der bekanntesten Cozy Games und Farming Games, die es da draußen gibt. Gibt es seit 2016 und hat jetzt das letzte Update rausgekriegt vor ein paar Wochen. Also das letzte Update rausgekommen. Und es ist ein tolles Game, in dem man sehr viele Dinge machen kann. Es gibt ein paar echt merkwürdige Leute in dieser Stadt. Das hat dir gerade der Alex erklärt. Das ist wahr. That's true. So, Haus verbessern. Oh, 65k. Das ist so viel. Ein Kinderzimmer hinzufügen. Will ich das überhaupt? Ich weiß es ja nicht. Oh. Aufgebäude errichten. Was kostet der... Ja, die Mühle bräuchten wir auch mal. Die Mühle ist aber nicht teuer. Kriegen wir easy hin. Schuppen. Den wollte ich. 15.000 geht eigentlich auch voll. Geht auch voll klar. Bis gleich. Kebab Chef Restaurant Simulator. Habe ich schon gespielt. Gibt es ein YouTube-Video von. Das war toll.
Wir gehen dann mal Filme schauen. Alles klar, viel Spaß euch zwei. Hast du schon einen Schmelzofen gebaut? Ja, okay, Maru. Ich weiß nicht, wo du herkommst, aber das habe ich vor fast einem Jahr schon gemacht. Ja. Na gut. Ich sollte mit den Fischen anfangen, wenn der Fluss schon so nah ist. Ja, voll. Mach das. Ich glaube, Daniel hat gerade das Haus verlassen. Es klang so. Weißt du, wie man einen Bohneneintopf zubereitet? Nein. Ich mag das Gericht sehr. Oh, morgen ist Sonntag. Morgen muss ich den Kochkanal gucken. Lia, hallo. Hallo, Dodo. Gibt es etwas, worüber du reden willst? Nein, aber ich habe Käse. Nee, ich habe keinen Käse. Oh no. Ich habe keinen Käse. Warum nervst du mich? Ich möchte alleine sein. Warum gehst du dann in eine Bar? Auch noch Hallo von mir, treib ich. Hallo, Leonie. Ich wünsche euch viel Spaß im Kino oder Film schauen oder was auch immer ihr macht. Film schauen. Egal, ob im Kino oder nicht. Viel Spaß. So, ich verkaufe mal die Schatzkiste. Ich glaube, 10.000? 5.000? 5.000, glaube ich, bringen sie mir. Ich glaube, das war ein Scam. Irgendjemand hat mal gesagt, das war 10.000 wert. Oder vielleicht ist diese halt 10.000 wert. Wäre schön. Würde mich freuen. Mit Ben & Jerry's, so ist richtig. So gehört sich das. Oh, Palmstädter. Verdiene 250 Geld. Oh ja, die Schatzkiste war 5.000, genau. Spiegelei, okay. Mache ich lieber Mayonnaise draus. Der hat auch ein bisschen was gebracht. Und hier, mein Käse ist echt gut. Der Käse ist echt gut, wenn man viel Käse hat. Da braucht man aber echt viele Kühe und viele Ziegen. Dann kriegt man gutes Geld durch Käse. Neuer Erfolg, Heimstütter. Ach, schön. Gut, dann können wir uns fast ein Schaf leisten. Das ist doch cool. Dodo, wie geht es dir? Ich hoffe, der Winter war nicht zu hart für dich. Der ist noch immer. Ich schreibe dir diesen Brief, um dich einmal ein wenig Hartholz zu bitten. Ich brauche etwa 10 Stück, wenn du so viele hast. Wenn nicht, auch kein Problem. Pass auf dich auf. Oh, soll ich es annehmen? Ich brauche Hartholz eigentlich gerade selber. Ich brauche wohl mehr Kühe. Ja, Kühe und Ziegen. Oh, Sandburgen. Oh, Sandburgen sind cool in Animal Crossing. Ich mag die. So. Okay. Oh, ich soll mich stretchen. Ja, mache ich. Wann hast du das gespielt? Das habe ich, also als Kebab-Chef rausgekommen ist, habe ich das gespielt. Müsste auf dem Hauptkanal Playful Dodo sein auf YouTube. Ist auch nicht allzu lange her. Also es war, wann war das? Dieses Jahr mal, oder? Ich habe Europa auch schon gespielt. Das habe ich auch schon die Demo gespielt. Ist auch auf dem YouTube-Kanal. Aber ja, das ist wirklich sehr, sehr schön. Boah. Diese Tiere. Streichli, Streichli, Streichli. Streichli. Anscheinend bin ich geflogen. Wohin bist du geflogen? Mag den Winter nicht in Stardew Valley. Mag, dass der schneller vorbei.
vorbeigeht. Ich weiß, dass wieder dann einige sauer sind, wenn ich alles verschlafe. Aus dem Chat bist du geflogen. Oh no. Das ist blöd. Das ist natürlich gar nicht schön. Das hat niemand gesehen. Niemand hat das gesehen. So. Ich habe hier noch ein paar Pulvermelonis und Mais. Oh, schön. Oh, es schneit. Toll. Julia Cola mag ich auch nicht haben. Supermarkt-Simulator. Den habe ich tatsächlich nicht gespielt. Der ist aber sehr beliebt anscheinend. Auch wenn das Game anscheinend sehr verbuggt ist. Aber das macht es auch irgendwie witzig. Aber habe ich bei sehr vielen Kollegen gesehen, ja. Das wurde sehr intensiv gespielt. Hier auf Twitch auch. Da gab es auch so einen Tag, wo das eigentlich fast jeder gespielt hat. Ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt noch spiele. Okay, viel Spaß beim Gassi gehen und aufpassen, ne? Und dir auch noch einen schönen Abend. Und Crew auch noch einen schönen Abend. Und Ruffy auch noch einen schönen Abend. Euch generell einfach einen schönen Abend. Bye, bye, Reni. Snuggy Froggy, Hallöchen. Ich werde euch jetzt allein lassen. Aber ich weiß nicht, wir haben Angst alleine. Katzenhaar, wir haben Angst alleine. Muss das sein? Spaß, schönen Abend dir noch. Willkommen zurück, Viviella. So. War ich jetzt schon bei den Hühnern? Nee, oder? Jetzt bin ich verwirrt. Wann hat Lea nochmal Geburtstag? Also jetzt mal kurz an meine Hühner. Ah, nee, nicht an meine Hühner, sondern an meine guten Häschen. Beziehungsweise ich habe nur ein Häschen. Wann droppst du mal eine Hasenpfote? Bitte? Ich glaube, das macht die erst, wenn wir irgendwie befreundet sind, oder? Wenn die mich lieb hat? Weiß nicht. Mir geht's dir so. Mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Mir geht's blendend. Ich habe hier Stardew Valley. Ich habe eine liebe Community, die da ist und, sich mit mir unterhält, damit ich nicht alleine bin. Nee, mir geht's wirklich sehr gut. Cozy Little Worlds, Hallöchen. Schau jetzt seit knapp 3 Stunden zu. Bin eigentlich von YouTube und schau deine Videos seit Jahren. Du munterst mich immer auf und spielst meine Lieblingsspiele. Oh, vielen Dank dafür und mach weiter so. Du hilfst mir immer an schlechten Tagen. Das freut mich sehr. Das freut mich wirklich sehr zu hören. Und schön, dass du hier bist. Schön, dass du rüberschaust. Das freut mich total. Was wollte ich gerade tun? Kurz durcheinander gewesen. Oh, Mani, hallo. Oh. Schleimjäger? Nee, kein Bock. Lea hat morgen Geburtstag, okay. Müssen wir morgen zu Lea gehen und müssen ihr Ziegenkäse bringen. Tintenherz, Hallöchen und danke für deine Stream-Serie. Vielen Dank. Also nächstes Mal, im nächsten Part, am Sonntag spielen wir auch Stardew Valley. Ich glaube, da schaffen wir es aus dem Winter raus. Ich freue mich drauf. Ja, nee, wir schaffen es sicher da aus dem Winter raus. Könnt ihr euch eigentlich sicher sein. Da haben wir es geschafft. Mona, danke dir für deine ganzen Geschenke auf, TikTok. Vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber nachts wache ich auf und denke, es steht jemand in meinem Zimmer. Oh ja, Tintenherz, das habe ich auch total oft. Das ist auch immer so, was man träumt, ne? Wusstet ihr eigentlich, dass
dass man vermutet, dass man oft Sachen träumt, um sich darauf vorzubereiten, wenn solche Dinge auch in Real Life passieren. Das finde ich faszinierend. Ich glaube, da ist noch so viel nicht erforscht, was Traumforschung angeht. Richtig interessant. Und ich träume auch manchmal echt weird Dinge. Oh, Wein wäre auch fertig. Ihr wisst ja... Nee, wisst ihr was? Wir schenken Lea jedes Mal Ziegenkäse. Sie liebt aber auch Wein. Das heißt, ich werde ihr jetzt mal Wein geben. Ich glaube, da freut sie sich. Weil das liebt sie auch. Und sie hat ja immer Ziegenkäse. Und dann ist jetzt an ihrem Geburtstag das Besondere, dass sie einfach mal Wein kriegt von mir. Das machen wir. Oder? Dann hat sie mal ein bisschen Abwechslung. Es gibt einen Discord-Server, ja. Einfach Ausrufezeichen, also Rufzeichen DC, kleingeschrieben in den Chat schreiben, dann kriegst du den Einladelink für den Discord-Server. Oh, ist das Schaf jetzt schon erwachsen? Nee. Nuna hat keine Milch. War das gestern? Oh, sorry. Ja. Tono ist schon erwachsen. Da muss ich jetzt eine Schere kaufen. Perfekt. DC, genau. Abgekürzt. Weil wir alle schreibfaul sind. So. Kann ich eigentlich Lia was schenken, wenn ich ihr schon zwei Geschenke gemacht habe? Das wäre eine Frage. Ich hab den Kochkanal vergessen zu gucken. Oh no. Oh no, Jonas, das ist doof. Das ist ja ganz blöd. Technik-Sachen sind so ein Ding, ne? Also ich hab's ja auch. Ich hab auch schon oft Abstürze gehabt. Die Person, die in meinem Traum immer dasteht, sieht aus wie mein Opa, der 2017 gestorben ist. Und mein Opa kenne ich immer als Tagpfauenauge. Oh, das ist ja richtig deep. Krass. Oh no, Mona. Reden im Schlaf ist auch so ein Ding. Ich kenne auch niemanden, der das macht. In meinem persönlichen Umfeld. Zumindest redet man halt nicht darüber. Wir holen uns jetzt ein Schwein. Mani! Ich melke einfach Manis Schuppen. Oh. Okay. Oh, hi. Warte, erstmal reden. Es wird in meiner Hütte ziemlich kalt. Ja. So. Hey, vielen Dank, Dodo. Das macht meinen Geburtstag zu etwas Besonderem. Ich habe einen Freund. Ich habe eine Freundin. Guckt euch das mal an. Wir haben... Wir haben 6 Herzen? 1, 2... Wir haben 6 Herzen. Wir haben 6 Herzen? Hä, wir hatten doch gerade erst 3? Wie geil! Wir tanzen nicht alleine beim Fest im Frühling. Ja! Ja! Ich glaube, das hat einfach gerade richtig viel gebracht, dass ich ihr jetzt Wein an ihrem Geburtstag bringe. Ich glaube, die denkt sich so, okay, die bringt mir Wein an meinem Geburtstag. Ich glaube, besser kann ich es nicht erwischen. Spaß, Leute. Hab mal gegoogelt deswegen. Punkt ist psychisch verfilmend, das trifft auf mich momentan wieder extrem. Ja. Das denke ich mir auch. Das ändert sich ja auch. Mein Schlafverhalten ändert sich auch, wenn es psychisch gerade nicht so läuft. Also da schlafe ich derbe schlecht. Ach, Mani, ich will doch nur ein Schwein kaufen. Der Geburtstag gibt 3 Herzen. Drei gleich? Oh.
Hi Dodo, schöner Tag. Nicht, jetzt steht sie vor meiner Tür an ihrem Geburtstag. Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Lea, nein, du hast doch Geburtstag. Die Skulptur habe ich nur für dich gemacht. Oh. Was? Wie süß. Ich nenne sie meine Gefühle für Dodo. Oh, ich hoffe, sie gefällt dir. Wie cute ist sie? Oh nein, wie süß. Oh. Ich muss mir das ins Haus stellen, ins Schlafzimmer. Alles klar, Sophie. Konzentrier dich auf Animal Crossing. Danke für deine Log-Unterstützung. Oh, wie cute. Das gibt 3 Herzen, krass. So, ich stelle das hier auf. So. Oh, guck mal, die schöne Skulptur. Gefühle für Dodo. Sisi. Seine cute Patootie. So, am 25. ist das Fest, klar. Ja. Ich mag den Winter nicht, Leute. Es tut mir leid. Dobby, Nick, danke dir für dein Follow. Herzlich willkommen in der Dodo-Crew. Ich hoffe, dir geht's gut. So, der 24. Oh, wir haben einen Brief bekommen. Oh nein. Oh nein, die GIS-Rechnung. Oi. Ach doch nicht. Ha, puh, Glück gehabt. Hallo Dodo, morgen ist das Fest des Wintersterns. Hast du ein Geschenk für deinen geheimen Freund Evelyn? Das Festmahl beginnt um 9 Uhr auf dem Stadtplatz und sieht sich dort. Ich habe ein Geschenk. Alles tutti frutti. So, wir haben wieder Wein hier im Angebot. Packen wir kann man Brokkoli-Wein machen? Ist das nicht voll weird? Brokkoli-Wein? Ich glaube, das ist nicht lecker. Aber man kann es machen. Ich weiß nicht, das war das Erste, was mir da in die Hände gefallen ist. Ich kann ja auch nichts dafür. Wir machen jetzt Brokkoli-Wein. Ist jetzt so, Leute. Wie viele Entenfedern ich jetzt krieg? Ist das, weil die mich jetzt lieb haben? 3 Sterne. Ah, Herzen. So. Also wirklich, aus den Eiern Mayonnaise machen. Spiegelei zahlt sich da nicht so aus. Mayonnaise kriegt man ein bisschen mehr. Jetzt erwische ich dich auch mal live. Gutes. Anstatt immer nur YouTube-Videos. Ja, hallo Dominik. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du auch rüberkommst. Ich finde das total lieb. Vielen, vielen Dank. Wisst ihr, was ich noch cool finde? Dass ich beim Tanz in Stardew Valley nicht alleine tanzen muss. Und den letzten Tanz, da sind wir ja gar nicht hingegangen. Wahrscheinlich schon in weißer Voraussicht, weil ich da auch nicht alleine tanzen wollte. Lukas, bye bye. Schön, dass du da warst. Und vielleicht sieht man sich ja Sonntag im 12-Stunden-Stream mal. Also vielleicht liest man sich mal. Bis bald, Lukas. Schön, dass du da warst. Auf YouTube hat jemand mal Mountain Dew Wein gemacht. Da finde ich Brokkoli Wein noch normal. Ich habe schon das Ganze. Ich muss eine Schere kaufen. Ich will eine Schere kaufen für mein Schaf und ich will ein Schwein kaufen, Mani. Könnten Sie bitte Ihren Laden öffnen? Danke. Ich meine, es ist eh Winter. Ich sollte mein Schaf nicht scheren, aber... Ich habe die Heizung an. Ja, einen Ziegenkäse nehmen wir mit für Lia. Ein Geschenk kann ich ihr die Woche noch geben. Den verkaufen wir aber. Mittwoch. Ja, Lukas, das freut mich. Bis dann und gute Nacht. Oh, ja, Karottensamen. Hab ich schon genug von diesen Pulvermelonen. Es reicht. Du hast schon so viel gebaut für Winterjahr 1. Bei mir schaut alles noch sehr rudimentär aus. Dafür immerhin schon... Minenlevel 100. Das erste, also die erste Mine habe ich schon abgeschlossen. Also die Mine habe ich abgeschlossen. Ja.
Die ist fertig. wir haben tatsächlich sehr viel auf Bauen Wert gelegt. Wir haben weniger angebaut, so was Geld verdienen und so angeht. Deswegen habe ich, also ich habe direkt das ganze Geld wieder in Bauten gesteckt. Ich habe die Luxusställe beide gebaut. Wir haben gerade in dem Part heute die Hauserweiterung gekauft. Und wir haben Goldwerkzeuge. Aber dafür habe ich halt im Community Center ein bisschen wenig gemacht. So, wir brauchen eine Schafschere. Und ein Schweinchen. Wir haben gesagt, wir nennen das... Wir hatten schon Namen für die Schweine. Was waren nochmal die Namen, Leute? Kann sich jemand noch erinnern? Wähle einen Stall für die neue Schwein. Wähle einen Stall für die neue Schwein. Ich könnte es besser nicht ausdrücken. Peppa Pig? Peppa Wutz, oder? Eins Peppa und eins Wutz. Okay, dann nennen wir jetzt das Peppa. Peppa und Wutz. Okay, das müssen wir uns merken, dass wir dann Wutz noch brauchen. Sehr schön, ich sende die kleine Peppa sofort zu ihrem neuen Zuhause. Ja, für die Schweinchen brauche ich ja nichts, soweit ich weiß. Nee. Deutsch on point. Ja, perfekt einfach. So, Lia. Lia, ich komme. Herzchen-Event! Kell, wie oft muss ich es dir noch sagen? Ich will nicht zurück in die Stadt kommen. Oh, sie ist ganz böse. Hör auf, mich anzurufen. Ich will nichts mehr von dir hören. Aufgelegt. Oh no, Lia. Bacon. Schinken und Bacon. Ich habe auch sehr viel Socializing betrieben. Ich glaube, was um die 6 oder 7 Tests mit 6 Herzen plus. Ja, das habe ich zum Beispiel gar nicht. Also, Lia ist die erste mit 6 Herzen jetzt. Dodo! Ah, du hast mich am Telefon schreien gehört. Was ist denn los? Das war Kell, wir waren mal zusammen. Ich erzähle dir vielleicht besser ein wenig mehr darüber. Okay. Wir hatten gemeinsam in der Stadt gewohnt. Ich habe tagsüber nebenbei gejobbt und nachts an Kunstprojekten gearbeitet. Wir haben gerade genug Geld verdient, um irgendwie durchzukommen. Sie hat mich immer nur dazu gedrängt, zurück an die Uni zu gehen und BWL oder Medizin zu studieren. Irgendetwas mit einer Menge Geld dahinter. Es ging wohl hauptsächlich darum, Geld für ein normales Leben zu sparen, weißt du? Ein Haus in der Vorstadt, Kinder, Elternabende, solche Sachen halt. Oh. Lia, du triffst gerade einen Nerv, ne? Ich war nicht bereit für dieses Leben, Dodo. Ich musste einfach gehen, also bin ich hierher gekommen, um meinen Traum als Künstlerin zu verwirklichen. Lia, ich verstehe dich so gut. War das egoistisch von mir, Dodo? Oh. Nein, es musste getan werden. Nein. Und Kell klingt nicht sehr nett. Nein, aber es wäre besser gewesen, in der Stadt zu bleiben. Ja, ein wenig. Ja, aber jeder ist sich selbst der Nächste. Eins oder zwei, Chat. Niki, dir auch noch einen schönen Abend. Bis bald und bis zum nächsten Mal. Ich weine nicht. Nein, ich weine nicht. Aber sie trifft gerade wirklich einen Nerv bei mir auch. Eins, zwei, zwei. Zwei, zwei, zwei. Cocoa, Hallöchen übrigens. Okay, die Mehrheit ist für zwei. Ich nehme mal zwei. Das ist ein wenig hart, aber ja, wir hatten unterschiedliche Prioritäten. Ich hätte eins nehmen sollen. Jedenfalls, ich habe ein wenig mehr über deine Idee mit der Ausstellung nachgedacht. Ich habe da ein paar neuen Skulpturen, die ich dabei vorzeigen könnte. Ich bin etwas aufgeregt, aber der Gedanke, meine Kunst an die Leute zu bringen, ist ganz schön aufregend. Ich bin einfach froh, dass du mich dabei unterstützt, das Sternportal zu einem erstklassigen Kunstort zu machen, Dodo. Wir kriegen das hin! Jetzt nur noch ein Herz. Ich glaube, ja. Ich glaube, man kann mit allen Kinder bekommen, auch mit den weiblichen Charakteren. Also wenn man selber weiblich ist und weiblich heiratet, glaube ich, ja. Also mich würde es echt erschrecken, wenn nein. Deswegen sag ich mal, ja.
So. Leute, als nächstes kommt das Fest dran. Und ich werde gleich wieder ins Bettchen gehen, um zu speichern. Tja. Ja. Oh, guck mal! Da! Da! Guckt! Guckt, guckt, guckt! Süß! Ist das cute. Dein Fortschritt wurde gespeichert. Es war Weihnachten, Leute! Und ich muss an der Stelle sagen, ich gehe nochmal kurz raus hier. Es schneit, glaube ich, auch, oder? Nee. Okay, ich muss an der Stelle sagen, ihr kennt das Spiel. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken an meine YouTube-Zuschauer. Danke fürs Zugucken. Danke, dass ihr dabei wart. Dieser Part endet hier. Wir machen nächstes Mal das Fest und den Frühlingsanfang. Ich freue mich drauf. Und ich glaube nicht, dass ihr das seht vor dem 12-Stunden-Stream leider, weil ich Part 11 noch gar nicht hochgeladen habe. Da ist der 12-Stunden-Stream leider schon vorbei. Aber kommt gerne vorbei auf Twitch. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und ja, bis bald. Ciao.